Gut, dann darf ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen zur Veranstaltung des Rosa-Luxemburg-Clubs Karlsruhe zu linken Perspektiven auf künstliche Intelligenz. Mein Name ist Philipp Frey. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe und außerdem ehrenamtlich im Vorstand des Zentrum Emanzipatorische Technikforschung. Warum das Thema künstliche Intelligenz? Also das oder kurz KI, das geistert ja spätestens seit dem Wissenschaftsjahr 2019 durch die Medien und zwar relativ breit. Und genauso breit sind auch die Hoffnungen und Ängste, die sich mit dem Begriff verbinden. Also mal wird von KI-Anwendungen erhofft, dass sie Lösungen für den Klimawandel liefern, das langsame Wirtschaftswachstum und das schlechte Wetter. Und mal wird zum Beispiel im Medium des Filmes, also da gab es ja verschiedene Hollywood-Filme zum Beispiel, die Unterjochung oder sogar die Vernichtung der Menschheit durch eine selbstbewusste künstliche Intelligenz imaginiert. Auch der Deutsche Bundestag hat sich in den zurückliegenden Jahren intensiv mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandergesetzt, und zwar in Form einer Enquete-Kommission. Was das ist und was in ihr herausgefunden wurde, wie aber auch dezidiert linke Perspektiven auf die Thematik aussehen, darüber darf ich heute mit Florian Buttolo und Jessica Tatti sprechen. Jessica ist Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke aus Reutlingen und fachpolitische Sprecherin der Linksfraktion zum Thema Arbeit 4.0. Außerdem ist sie ordentliches Mitglied des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales und war Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Florian leitet seit 2017 die Forschungsgruppe Arbeit in hochautomatisierten digital-hybriden Prozessen, nicht ganz einfach, des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft in Berlin, das sich der interdisziplinären Untersuchung der Wechselwirkung von Digitalisierung und Gesellschaft widmet. Derzeit bekleidet er eine Vertretungsprofessur an der Universität Göttingen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung der Arbeitswelt. Und er ist heute natürlich unter anderem deswegen eingeladen, weil er von der Linksfraktion als sachverständiges Mitglied in die Enquete-Kommission berufen wurde. Erstmal schon jetzt, also vielen Dank, dass ihr euch heute Abend Zeit genommen habt. Es ist super, zwei Mitglieder aus der Enquete dabei zu haben für die Veranstaltung, und ich bin ganz gespannt. Kurz zum Format, also wir werden jetzt ein längeres moderiertes Gespräch haben. Wir dachten uns, das ist ein bisschen angenehmer als jetzt so ewige PowerPoint-Präsentationen, irgendwie 40 Minuten lang. Und dabei wird es erstmal allgemein darum gehen, was ist denn eine Enquete-Kommission, was macht die, wie arbeitet die? Und dann werden wir zwei Themen vertiefen, und zwar künstliche Intelligenz und Wirtschaft und künstliche Intelligenz und Arbeit. Es ist über die ganze Veranstaltung hin möglich, Kommentare und Fragen vor allem in den Chat zu schreiben, einerseits in den Zoom-Chat, wo wir hier mit den ReferentInnen sind, aber auch bei Facebook in den Kommentaren. Und es gibt auf der Veranstaltungsseite der Stiftung einen Link zu einem extra Blog, wer weder bei Facebook noch bei Zoom angemeldet ist. Genau. Wir werden auch immer mal wieder Hinweise geben, aber weil das Thema auch ein bisschen technisch ist, also macht gerne von der Möglichkeit auch irgendwie Gebrauch, weil dann haben wir direkt eine Grundlage für die spätere gemeinsame Diskussion, und man kann so auch einfach Gedanken festhalten, die man dann vielleicht 20 Minuten später nicht mehr hat. Genau, aber kommen wir jetzt erstmal dazu, was ist überhaupt eine Enquete-Kommission? Also, das würde ich erstmal dich fragen, Jessica, weil du bist ja die Parlamentarierin auch, und das ist ein parlamentarisches Instrument. Was ist eine Enquete-Kommission? Was für Aufgaben haben die und wie funktioniert die ganze Sache? Ja, also erstmal danke, dass sich hier einige zugeschaltet haben. Ich freue mich sehr auf die Diskussion mit euch. Also eine Enquete-Kommission ist in der Tat ein Instrument des Bundestages, und die werden eingesetzt, um grundlegende Themen oder neue Themen, sehr komplexe Themen auch zu behandeln, die man nicht einfach im normalen Verfahren des Bundestages in einer 60-Minuten-Debatte behandeln kann. Und pro Legislatur gibt es so ein bis zwei Enquete-Kommissionen. Und das Besondere an Enquete-Kommissionen ist, dass die Kommission eben nicht nur mit Abgeordneten besetzt ist, wie zum Beispiel die Ausschüsse, sondern sie besteht nur zur Hälfte aus Abgeordneten und zur anderen Hälfte aus Sachverständigen. Der Florian Buttolo war einer davon. Und diese Sachverständigen werden von den Fraktionen nominiert, dieser Enquete zu dieser Enquete dazuzukommen. Und dann ist es so, dass das jetzt für diese Enquete so war, dass wir 19 Parlamentarier waren, und zwar in der Stärke der Fraktionen.
Also die CDU-CSU, die hatten 7 Abgeordnete, die FDP, die SPD hatte 4 Abgeordnete und dann die AfD, die FDP, die Linke und die Grünen 2 ordentliche Mitglieder in der Enquete-Kommission. Das war die Petra Sitte und ich. Wir hatten aber noch als stellvertretendes Mitglied die Anke Domscheit-Berg, die da auch sehr engagiert war. Der Achim Kessler war als gesundheitspolitischer Sprecher, hat er die Projektgruppe Gesundheit begleitet. Und dann hatten wir 19 Sachverständige, die kamen aus unterschiedlichen Bereichen. Also wir hatten 8 Wissenschaftler. Wir haben als Sachverständige den Florian Butolo bei uns gehabt, aber auch die Professor Dr. Katharina Zweig. Es waren 7 Unternehmensvertreter oder Vertreter von Verbänden da. Da war die Bitkom da, ein Start-up-Verband, die IBM, SAP und auch andere Verbände und ein Gewerkschafter. Und insgesamt halte ich das für eine super Sache, dass eben dann nicht nur Politiker sich mit so einem Thema befassen, sondern dass eben auch Sachverständige, die eine ausgewiesene Expertise, eine hoffentlich ausgewiesene Expertise zu dem Thema mitbringen, eben dann auch da mitdiskutieren können. Und die haben uns auch an der einen oder anderen Stelle, insbesondere am Anfang, erstmal dann auch, sage ich mal, geschult mit Vorträgen, was ist eigentlich KI, wo spielt es überall eine Rolle in der heutigen Gesellschaft schon. Und wissen sollte man eben einfach noch, dass Sachverständige auch nicht immer nur ihre eigene Meinung transportieren, sondern eben auch die Meinung ihres Verbandes oder ihrer Organisation, wo sie herkommen. Das heißt, dass jetzt ein Herr Meier dann auch nicht nur die Perspektive von Herrn Meier eben transportiert, sondern schaut natürlich auch, dass es seinem Unternehmen, seiner Organisation in irgendeiner Weise nutzt. Und das finde ich auch nicht verwerflich, aber man muss es eben wissen, dass die Experten nicht aus dem Weltall kommen sozusagen, dass sie auch nicht ganz neutral sind. Und wenn man dann so guckt, wie die Enquete besetzt war, also die Sachverständigen der Enquete, war es eben so, dass mit die größte Gruppe der Vertreter eben auch von Unternehmen oder Unternehmensverbänden kamen und demgegenüber eben nur ein Gewerkschafter Sachverständiger war. Das ist natürlich dann auch wichtig zu wissen und für die Einschätzung. Ich habe jedenfalls bei dieser Enquete sehr viel gelernt. Traurig fand ich allerdings, dass die CDU und die SPD verhindert haben, dass die Debatten in der Enquete grundsätzlich öffentlich sind. Da hat man aus meiner Sicht einfach eine wichtige Chance vertan, um dann für dieses relativ neue politische Thema auch eine Transparenz und ein Verständnis auch für dieses Thema KI auch in der Öffentlichkeit zu schaffen. Ja, spannend, über diese Unwucht, 7 UnternehmensvertreterInnen versus eine GewerkschafterIn, darüber könnten wir vielleicht nachher noch mal kurz reden. Aber du hattest ja jetzt schon die Rolle der sachkundigen Mitglieder erwähnt. Florian, als solches warst du ja berufen. Also könntest du vielleicht einfach kurz sagen, wie das Thema der Enquete mit deiner eigenen Forschung zusammenhängt und also auch, was für dich die Motivation war, da mitzumachen, auf der anderen Seite jetzt sozusagen? Ja, es war ja so, ich wurde nominiert und gefragt und dann habe ich Ja gesagt. Ich habe es nicht wirklich ausgesucht, aber ich habe dann doch gerne Ja gesagt, aus mehreren Gründen. Also erstens ist es ein Thema, zu dem wir alle lernen müssen. Ne? Und das ist ja irgendwie der Charakter von so einer Enquete-Kommission, was ich übrigens erst mittendrin verstanden habe, dass das eine Kommission ist, wo die Teilnehmenden tatsächlich sich selbst auf den Stand bringen und ein wesentlicher politischer Effekt davon ist, mehr Leute im Bundestag sitzen zu haben, die Ahnung haben, was KI überhaupt ist. Ne? Also egal, ob sie jetzt die richtigen Schlüsse daraus ziehen oder nicht, aber das, glaube ich, zur ganzen Debatte, was das Ganze gebracht hat, auch ein gar nicht so unwesentlicher Punkt. Und der stand dann für mich doch auch im Vordergrund, dass man sich damit auseinandersetzen kann mit dem Thema und daran arbeiten kann, einen progressiven Standpunkt zu entwickeln, weil das ja eine Frage ist, an der man nicht vorbeikommt, also gerade im letzten Jahr nicht vorbeigekommen ist, da war es ja irgendwie das Wissenschaftsjahr KI oder sowas oder in verschiedenen Formaten war KI das Thema. Das wird höchstwahrscheinlich so weitergehen in diesem Jahr und wahrscheinlich im nächsten Jahr und wahrscheinlich im übernächsten Jahr auch noch. Und das Problem ist, dass dann politischer Diskurs dranhängt. Der Diskurs ist der des Wettlaufs um KI. Deutschland fällt zurück. Man muss jetzt alles in Bewegung setzen, um die deutsche Digitalwirtschaft zu stärken. Und das ist
in vielerlei Hinsicht problematisch, in vielerlei Hinsicht auch nicht ausreichend. Und meine Motivation war schon, mit anderen daran zu arbeiten, dass man dazu eine vernünftige Position entwickelt. Ja, und das, dazu werde ich auch heute noch einiges sagen oder werden wir beide noch einiges zu sagen haben. Aber ich glaube, das ist einer der Haupteffekte und einer der Hauptmotivationen gewesen. Zusätzlich, also du hast ja meinen Arbeitsbereich oder mein Forschungsthemen erzählt, arbeiten in hochautomatisierten Prozessen am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin. Das ist ein Institut, das sich mit Digitalisierung und Gesellschaft auseinandersetzt. Insofern hatte ich dann großes Interesse, auch viel mehr in Kontakt zu kommen mit der politischen Debatte um KI, aber auch einfach mit Anwendungsbeispielen und ein konkreteres Bild zu kriegen von diesem Schlagwort, was ganz oft sehr wolkig bleibt. Ja. Aber wie gesagt, die Aufgabe ist eigentlich die, dass man da eine progressive Position zu diesen politökonomischen Weichenstellungen entwickelt, vor denen wir stehen. Und ja, da haben wir darum gekämpft, würde ich sagen, so Positionen zu entwickeln. Aber das Schöne war, dass man dann in der Auseinandersetzung auch hinterher tatsächlich schlauer ist. Also in der Auseinandersetzung mit anderen Positionen, ich sage auch dazu, das ist ein Format, wo man auch sehr viel miteinander diskutiert tatsächlich. Also es ist so, einerseits hat es schon so einen Lobby-Charakter, weil einfach viele Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen da sind, von Wirtschaftsverbänden, von allen möglichen Verbänden. Auf der anderen Seite ist es zum Teil eine sehr ernsthafte Diskussion und Auseinandersetzung geworden, um da politische Positionen zu entwickeln. Ja, danke. Ich bin auch schon gespannt. Also wir kommen ja nachher auch auf das Thema Sondervoten. Also was da so die spezifische Profilierung war, die da auch stattgefunden hat. Florian hatte schon gerade angedeutet, dass einer der Hauptgewinne auch war, dass einfach ParlamentarierInnen die Gelegenheit hatten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und daran anschließend auch meine Frage, also was wurde denn jetzt unter dem Begriff KI, der ja sehr schillernd irgendwie ist, im Kontext der Enquete-Kommission überhaupt verstanden und wie habt ihr euch dem Thema angenähert? Also was war auch, gab es sowas wie einen Arbeitsauftrag sozusagen? Die Frage geht an mich, Philipp. Ja, also der Auftrag der Enquete-Kommission, das war auch der Titel sozusagen der Enquete-Kommission, war die gesellschaftliche Verantwortung von KI und deren wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale zu bearbeiten und daraus eben Handlungsempfehlungen auch für den Bundestag abzuleiten und zu ermitteln. Ne? Und der Titel zeigt ja auch schon, dass es da eben weniger darum geht, dass Politiker sich über bestimmte Techniken im Detail austauschen, sondern eben darüber, wie sich diese Techniken gesellschaftlich auswirken oder auswirken können. Und die CDU, CSU, die haben dabei eben auf Biegen und Brechen nur über Chancen reden wollen und haben Risiken ausgeblendet und auch kleingeredet. Und wir haben immer wieder auch darauf bestanden, über Gefahren, über Risiken zu sprechen. Und zwar nicht, weil wir jetzt unbedingt uns in der Rolle des Miesepeters gefallen, sondern weil wir der Ansicht waren, dass wenn man die Chancen nutzen möchte, die KI ohne Zweifel hat, dann muss man die Risiken auch sich anschauen, man muss sie ernst nehmen und man muss was dagegen tun, dass sie eintreten. Und da werden wir sicher auch noch im Laufe der Veranstaltung näher drauf eingehen. Und zum Begriff von KI, das war in der Tat auch ein ganz hart umkämpftes Gebiet, was unter KI zu verstehen ist. Da haben wir sehr lange drüber diskutiert. Und vor allem ging es bei dieser Diskussion darum, ob man KI eben ausschließlich als Technologie definiert, also als Technologie für sich. Das ist vor allem die Linie der CDU und der FDP auch gewesen. Oder ob man künstliche Intelligenz eben auch als Teil eines soziotechnischen Systems definiert, das eben untrennbar mit der Gesellschaft, in die Gesellschaft auch eingebettet ist und Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Und eben auch umgekehrt die Gesellschaft, je nachdem, wie sie mit KI umgeht, wo sie eingesetzt wird, eben auch einen Einfluss hat. Also dass es da eine gewisse Wechselwirkung gibt. Und das war auch die Sichtweise, die Florian und ich und insgesamt auch die Vertreter
der Linksfraktion dann vertreten haben in der Enquete-Kommission. Aber letztlich hat sich die Mehrheit der Enquete-Kommission eben an der Definition der EU-Kommission angelehnt. Und da wird jetzt gleich diese Definition, also ein Teil davon, eingeblendet. Ich lese das auch kurz vor. KI-Systeme sind von Menschen konzipierte, aus Hardware und/oder Softwarekomponenten bestehende intelligente Systeme, die zum Ziel haben, komplexe Probleme zu lösen. Dazu erfassen, verarbeiten und analysieren KI-Systeme Daten. Und das ist jetzt eine Definition, die sehr eng am reinen Technikbegriff ist und blendet aus meiner Sicht dann eben auch aus, wie Menschen KI nutzen und mit ihr umgehen. Also dass zum Beispiel Arbeitgeber künstliche Intelligenz mit bestimmten Interessen auch in ihrem Betrieb einsetzen, dass es vielleicht auch Interessen sein können, die gegen die Interessen der Beschäftigten gerichtet sind. Und wir haben eben KI so betrachtet, dass sie nicht frei ist von Machtverhältnissen und ökonomischen Interessen, weil man dann nur, finde ich, auch was über die Auswirkungen sagen kann, über die möglichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist nicht neutral, sondern sie wird von Interessen geleitet, entwickelt und eingesetzt. Und es kann je nach Organisation und Einsatz auch verschiedene Auswirkungen haben. Dann gibt es die nächste Folie, das ist schon eingeblendet. Da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen, weil in den Medien eben sehr viel über lernende KI-Systeme gesprochen wird. Es gibt aber auch regelbasierte KI-Systeme, die eben nicht selber lernen. Und mir war einfach nur wichtig, dass man das mal gehört hat, ohne jetzt in der Tiefe drauf einzugehen. Ja, im Zweifel gibt es ja später auch noch die Möglichkeit, das zu vertiefen mit Nachfragen. Jessica hatte ja gerade darauf verwiesen, dass eben von euch stark gemacht wurde, dass man die gesellschaftliche Eingebettetheit von Technik auch im Blick behält. Jetzt wurde vermutlich ja schon darüber auch gesprochen, was Künstliche Intelligenz für vor allem Chancen bietet, das wurde ja auch schon erwähnt, und das anhand verschiedener Beispiele. Also wir werden ja später noch auf die Wirtschaft zu sprechen kommen und auch auf die Arbeitswelt, aber Gesundheit und Mobilität, wenn ich mich recht entsinne, waren ja auch Themen. Florian, für dich, was jetzt war jetzt auch aus wissenschaftlicher Sicht besonders spannend irgendwie und hat auch herausgeragt. Und Jessica hatte ja schon so ein paar Dinge angedeutet, mit denen sie aber auch so ein bisschen gefremdelt hat und wo sie einfach nicht ganz zustimmen könnte, wie dann die Debatte ausgegangen ist. Wie hat die Arbeit der Enquete auf dich gewirkt und was hat dir auch am Endbericht, der jetzt erschienen ist, gefallen, aber was hat dich auch gestört vielleicht? Ja, vielleicht fange ich mal am Ende an. Also was vielleicht sehr lehrreich war, war, wie der politische Betrieb funktioniert, ne? Weil du kommst als Wissenschaftler da rein und die Wissenschaft zeichnet sich da auch aus, dass du in dein Thema ultra tief reintauchst, sodass kein Mensch mehr den Titel von deinem Projekt versteht, so wie es in meinem Fall jetzt mit den digital-hybriden Prozessen der Fall ist. Und irgendwie, es geht alles in die Tiefe und in der Enquete-Kommission musst du plötzlich irgendwie eine Meinung zu allem haben. Das war erstmal für mich so ein Kulturschock, ne? Dass du irgendwie, ja, wie steht man dazu, dass irgendwie Unternehmen experimentelle Sandkästen haben wollen, um KI auszuprobieren? Oder wie steht man dazu Datenpooling im Bereich so und so und so weiter? Also schlechte Beispiele jetzt, aber kurz in diesem Sack von 6 Projektgruppen zu verschiedenen Themen muss man irgendwie sich zu allen positionieren und das in einer relativ kurzen Zeit. Also es ist eine sehr anspruchsvolle Geschichte, was schon zu einer Aufschlauung auch führt, weil man eigentlich sich sehr stark damit auseinandersetzen muss. Was mich gestört hat, also es war so, wir hatten eigentlich eine in den Projektgruppen zum Teil, also eine sehr kontroverse Diskussion im Bereich Wirtschaft, im Bereich Arbeit eher eine relativ kooperative Atmosphäre. Und es gab schon die Bereitschaft zuzuhören und auf die Argumente von anderen einzugehen und auch Kompromisse zu schließen. Nur war es halt so, je mehr sich das in Richtung Handlungsempfehlungen entwickelt hat, wo es dann um die Wurst ging sozusagen, umso weniger war das der Fall. Aber das war eine unangenehme Erfahrung, die also jetzt auch nicht ganz unerwartet war, aber dass da sozusagen am Ende man doch schon versucht hat, in den entscheidenden Fragen die, wie sagt man, die
wen bringt man ins Trockene? Die Tücher ins Trockene zu bringen, genau. Und dann das halt niedergestimmt wurde, die Minderheitenpositionen. Genauso wie die Kurzfassung des Projekts, des Enquete-Berichts dann eigentlich eine relativ unkritische oder eher einseitige Fassung geworden ist. Ne? Das ist so lehrreich über den politischen Prozess. Inhaltlich gestört, was mich wirklich überrascht hat, waren zwei Sachen. Das eine war eine große Naivität, also schließt sehr schön an den Punkt von Jessica an, eine große Naivität gegenüber der Motivation des Technikeinsatzes. Krassestes Beispiel war, wie Roboter in der Logistik verhandelt wurden. Ja, das haben wir dreimal versucht zu korrigieren und das war nicht möglich. Da war wohl auch ein Lobbying-Interesse drin. Aber da ging es um die Pick-Roboter, die Amazon entwickelt. Und da wurde durch die Bank gesagt, das sind Pick-Roboter, die den Leuten die Arbeit erleichtern sollen. Und dass das eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse, wo es offensichtlich um eine Rationalisierung von Arbeit geht, ganz zu schweigen von der Frage, ob diese Dinger überhaupt funktionieren und ob das wirklich ein plausibler Ansatz ist gegenwärtig, das wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen und spiegelt wohl auch zum Teil die Auffassung der TechnikentwicklerInnen wider, die in solchen Projekten da waren, die sozusagen das erstmal auch zu wenig reflektieren, wie Technik, die entwickelt wird, auch ganz anderen Interessen dienen kann. Und das hat mich nochmal sensibilisiert, dass das eine Riesenbaustelle ist. Wer entwickelt eigentlich KI? Nach welchen Interessen? Mit welchen Zielsetzungen? Wie sind die Interessen der Beschäftigten da eingebunden oder nicht? Und so weiter und so fort. Das ist ein Feld, wo wir ganz viel Forschung brauchen. Und dann hat mich noch was überrascht. Und das ist Folgendes. Wir haben offensichtlich im Bereich von KI das Problem, dass die großen Plattformen führende Entwickler von KI sind, dass das die ganze KI-Ökonomie unglaublich eng damit verknüpft ist, wer die Daten kriegt und dass deswegen die ganze Frage von Monopolisierung und von Macht zentral verhandelt werden muss, wenn es um die politische Gestaltung von KI geht. Und das war draußen aus der Debatte, warum durch einen Taschenspielertrick, nicht, dass man gesagt hat, die großen Monopole, das sind die Ausländer, sage ich jetzt mal, die Amerikaner, sind sozusagen die Monopole und die Chinesen sind diejenigen, die es auf unsere Daten abgesehen haben und sind die Autoritären und wir sind die Guten. Also eigentlich einfacher kann man es sich nicht konstruieren sozusagen und ich glaube, das ist Quatsch. Also nicht nur Quatsch, aber es ist Quatsch, Europa per se die Rolle der progressiven, liberaleren und datenschutzgerechten KI zuzuschreiben, weil wir dadurch Gefahr laufen, dass das nicht eingelöst wird, dieser Anspruch, weil das ein unkritisches Verhältnis zur Folge hat, wo man dann nicht mehr um Machtverhältnisse zwischen privaten Konzernen und der Öffentlichkeit spricht, sondern eben einen nationalen oder einen regionalen Konflikt konstruiert zwischen USA, China und Europa, indem man sich einseitig identifiziert mit den Interessen des europäischen Staates und der europäischen Konzerne. Und das, würde ich sagen, war ziemlich dumm von der Enquete-Kommission. Da sollte man darüber hinausgehen und viel kritischer danach fragen, wie in Europa sich die Verhältnisse zwischen privaten Konzernen und der Öffentlichkeit gestalten. Ja, es gibt ja auch diesen Versuch, sich zu profilieren sozusagen, dass man sagt, Software made in Europe und das Hosting und so, das sei ja alles viel besser und so. Und dann wäre aber natürlich auch danach zu fragen, was das denn regulatorisch bedeuten soll sozusagen, wenn man das einlöst. Ja, nochmal zum Abschluss an dich, Jessica. Übrigens, man bringt seine Schäfchen ins Trockene. Das ist jetzt ein bisschen kleinlich, aber ich muss da noch weiter denken. Genau. Eine Sache, die mich bei Florian gerade überrascht, also eigentlich positiv erstmal überrascht hat, war dieser Punkt, dass in der Enquete-Kommission tatsächlich scheinbar erstmal relativ offen diskutiert wird. Ja? Und man auch bereit ist, sich auf Argumente anderer einzulassen. Und dann hat aber Florian auch darauf hingewiesen, dass sich, wenn es um Handlungsempfehlungen geht, dann doch nicht so niederschlägt. Und jetzt hätte ich gedacht irgendwie, wenn man so einen deliberativen Prozess hat und man unterhält sich und so und verständigt sich über gewisse Positionen, dass das ja auch einen Einfluss auf die Handlungsempfehlungen haben müsste. Also wenn man sich wirklich einlässt auf die inhaltliche Position von jemand anderem, dass das dann auch in der Gestaltungsebene einen Unterschied machen könnte. Vielleicht könntest du da aus Sicht von einer Parlamentarier noch mal ein bisschen erklären, warum das vielleicht dann doch sich nicht so niederschlägt. Und das andere war, Florian hat ja jetzt schon ein paar Kritikpunkte genannt,
Und ich wollte auch einfach dich nochmal fragen, also hattest du auch den Eindruck, der Schwerpunkt des Endberichts liegt schief, oder was waren so Motive bei dir, auch eben zum Beispiel Minderheiten-Statements einzubringen? Also der Bericht, der Abschlussbericht der Enquete ist nicht so ausgefallen, wie wir uns das gewünscht haben, eben weil er ganz viele Themen vernachlässigt hat und wir die auch da nicht reinbekommen haben. Das hat auch dazu geführt, dass wir uns enthalten haben zum Gesamtbericht. Das hatte vor allem den Hintergrund, dass wir den Teilbericht Wirtschaft komplett abgelehnt haben. Mehrere Gründe. Also wir wurden dafür auch scharf angegriffen von den anderen Fraktionen, dass wir uns da enthalten haben. Also ich habe mich ja eher gefragt, warum waren sich denn die anderen alle so einig bei diesem Bericht? Ich würde bestätigen, was Florian gesagt hat, dass die Diskussionen meistens fair waren, dass wir richtig gute, vielschichtige Debatten hatten, eben gerade wenn es um den Ist-Zustand ging. Das zeigt sich auch im Bericht, finde ich. Manche Diskussionen waren auch so gut, dass es ziemlich traurig ist, dass sie auch der Öffentlichkeit vorenthalten wurden. Aber wie gesagt, bei den Zielen und bei den Handlungsempfehlungen, da ging es dann eben krass auseinander, weil das ist ja dann letzten Endes mit das Wichtigste, was als Ergebnis bei so einer Enquete-Kommission rauskommt, was auch dann an die Öffentlichkeit geht. Und da wurde dann auch in aller Härte dann auch einfach nach Mehrheit abgestimmt. Und dabei ging es uns ja bei den kritischen Fragen auch nicht immer nur darum, also nicht darum, dass man keine KI haben will, sondern es ging einfach darum, wie man mit KI umgeht, wie man sie reguliert, damit sie eben dann auch im Interesse der ganzen Gesellschaft genutzt werden kann. Und das ist so ein bisschen die Frage, was will man mit KI? Also ich will eine gemeinwohlorientierte KI, eine KI, die den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft unterstützt und jetzt nicht eine KI, die eben nur ihrer selbst willen eben gefördert werden soll oder erwünscht ist oder weil sie eben einem Konzern zu mehr Geld verhilft. Ne? Und ich finde, es braucht einfach einen Wettstreit darüber, wie KI am besten das Gemeinwohl befördern kann. Und um das zu erreichen, brauchen wir eine verbindliche Regulierung von KI-Systemen, damit sie sich dorthin entwickelt, wofür wir sie auch einsetzen wollen, zum Wohle der ganzen Gesellschaft. Und da glaube ich eben einfach, dass die Politiker und Politikerinnen zwar offen sind in der Diskussion, dass sie eben aber auch mit gewissen Zielen schon in diese Enquete reingehen, dass sich manche eben im Klaren darüber sind, was sie wollen, was am Schluss rauskommt, weil es nun mal Wünsche gibt und Interessen gibt von Unternehmen, von Arbeitgebern und so weiter, die ja auch dann permanent mit der Politik im Austausch sind, was sie sich wünschen. Und dass man da eben dann auch, dass das keine ergebnisoffene Geschichte ist. Und also ist ja auch in anderen Politikbereichen so. Da ist man dann zwar offen in der Diskussion und man kann jetzt auch nicht sagen, wir haben auch an ein paar Stellen Sachen gewonnen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir alles, was wir eingebracht haben, verloren haben. Da werde ich nachher auch noch ein paar Beispiele nennen. Aber dieses Bekenntnis zu einer Regulierung, das steht im Bericht überhaupt nicht drin. Es steht auch nicht drin, wie kann soziale Ungerechtigkeit verhindert werden? Wie können wir die Monopolstellung von großen Tech-Konzernen verhindern, ne? Was ja auch keinen guten Einfluss auf die Gesellschaft hat und auch auf weite Teile der ökonomischen Landschaft und so weiter. Und es waren einfach Debatten, die sind da nicht erwünscht gewesen, zumindest nicht in der Form, dass man sie in Handlungsempfehlungen gießt. Da wollte man sich nicht festlegen und das hat seinen Grund, weil man eben auch seine Klientel sozusagen bedient. Das ist ein Trauerspiel, ist aber natürlich insgesamt in der Politik leider viel, viel zu viel so. Ich würde ganz gerne noch ganz kurz auf das Risikoklassenmodell eingehen, weil das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wenn man sich so eine Veranstaltung anschaut, ein bisschen was über KI mitbekommen möchte, dass dann sozusagen dieses Risikoklassenmodell, die Regulierung von KI sozusagen gleich damit verwoben wird, warum das Sinn macht und wie sowas aussehen könnte. Dazu gibt es auch eine Folie. Also in einem Risikoklassenmodell werden die
KI-Systeme in einem Diagramm eingeordnet. Da gibt es eine vertikale Linie und da geht es darum, ob es Auswahlmöglichkeiten gibt zwischen verschiedenen Anbietern von KI-Systemen. Also wenn es viele Anbieter gibt, ist es natürlich gut, weil man dann Ausweichmöglichkeiten hat und nicht nur auf einen angewiesen ist. Oder gibt es halt wirklich nur einen und ich kann kein anderes KI-System benutzen. Das ist dann natürlich schlecht. Und auf der horizontalen Achse, da ist das Schadenspotenzial abgebildet, also die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe für Betroffene oder die Gesellschaft. Und das ist dann wie in der Politik, also je weiter rechts, desto höher ist das Schadenspotenzial. Und anhand der Positionierung kann man dann das KI-System einer von 5 Risikoklassen zuordnen. Die könnt ihr hier sehen. Das KI-Systeme, die der Schadensklasse 0 zugeordnet werden, haben also ein niedriges Schadenspotenzial und es besteht eine niedrige Abhängigkeit. Und da brauchen wir auch keine besondere Regulierung. Also ein Beispiel wäre die automatische Worterkennung bei SMS, bei WhatsApp, bei Twitter. Ne? Also wenn wir da anfangen, ein Wort zu schreiben, dann werden uns Wörter vorgeschlagen. Das ist KI. Wäre dann quasi die Schadensklasse 0. Und dann gibt es eben, je höher die Schadensklasse wird, unterschiedliche Schärfen von Regulierung, bis dann in der Schadensklasse 4 das Verbot kommt. Also Systeme, die nicht zugelassen werden dürfen, da gehören aus meiner Sicht auf jeden Fall automatisierte Waffensysteme rein. Ne? Also einfach nur, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie eine kluge Regulierung aussehen könnte. Und ich finde auch, dass wir auf Basis dieses Modells ganz schnell zu gesetzlichen Regularien kommen sollten. Und die Ausgestaltung und Kontrollen, die können an unabhängige Dritte vergeben werden, also an eine Art TÜV. Das funktioniert bei Autos so, das funktioniert bei Atomkraftwerken so und ich finde, das kann auch sehr gut bei KI-Systemen funktionieren. Das ist aufwendig, so eine Zertifizierung, so ein Risikoklassenmodell, aber ich finde, es ist dringend notwendig. Ja, wenn ich mich recht entsinne, war auch Katharina Zweig da sehr engagiert. Also die hat sich ja sehr aktiv mit diesen Risikoklassen auseinandergesetzt. Das heißt, wer sich da noch weitergehend befassen will, könnte es mal googeln, Katharina Zweig und Risikoklassenmodell. Ja, ich würde jetzt ganz gerne zu den inhaltlichen längeren Inputs kommen, ja, die aber auch nicht erschlagend sein werden. Und als erstes hatten wir uns gedacht, das Thema KI und Wirtschaft war jetzt schon mehrfach dran, ja, und ist ja auch total interessant erstmal. Und es wurde ja auch schon gesagt, dass diesem Teil nicht zugestimmt wurde. Ja. Und Florian, du hast dich da ja natürlich engagiert, ja, in dem Bereich auch, ja, und der gehört ja auch zu deiner Kernexpertise. Deswegen einfach meine Bitte an dich, könntest du so kurz darstellen, was war so Inhalt der Debatte zu KI und Wirtschaft und was waren so die Stolperstricke aus eurer Sicht? Ja, das war tatsächlich der Bereich, wo es am ehesten geknallt hat. Erst ein Schwelbrand, dann ein Knall in den Abstimmungen, wo letztendlich sich eine Orientierung durchgesetzt hat, die tatsächlich einen Rückschritt bedeuten würde, wenn sie so in die Politik übernommen wird. Ganz kurz übrigens zur Erklärung, nochmal zur Einordnung dieses ganzen Reports. Der ist als Sondierung des Themas ganz gut und als Handlungsempfehlungen meistens ziemlich schwach. Warum? Weil das eigentlich Leute sind, die auch nicht die Aufgabe haben, Politik zu machen. Also weil man soll, also aus zwei Gründen, man soll einen Konsens zwischen allen Parteien herstellen. Das heißt, es wird in den Handlungsempfehlungen eigentlich unglaublich schwammig. Und zweitens war da eigentlich kaum Raum, das genau auszudiskutieren und genau zu entscheiden, wie tatsächlich dann Schlussfolgerungen aus dieser Sondierung sind. Nur das mal so zum Erklärung, was so ein bisschen Problem ist, auch in so einer Enquete-Kommission. Bei der Wirtschaft war es so, warum hat es geknallt? Erstens gibt es eine riesen Unsicherheit bzw. Kontroverse über die Frage, was man von KI zu erwarten hat. Also es ist offensichtlich, dass KI die Wirtschaft in verschiedenster Weise prägen wird. Wir haben neue Ansätze der Robotik, wir haben Software, wir haben Machine Learning Programme im betrieblichen Kontext. Wir haben neue Geschäftsmodelle, die entstehen, die im Kontext mit dieser ganzen Digitalwirtschaft und insbesondere auch mit KI stehen. Das wird ohne Zweifel passieren.
Gleichzeitig gibt es eben Prognosen über Produktivität und Wachstum, die dadurch angeschoben werden, die wir im Laufe unserer Auseinandersetzung mit dem Thema als unseriös bezeichnet haben. Warum? Weil sie letztendlich einfach die Prozesse, wie sie sind, nehmen und vergleichen mit einer Zukunft, in der KI perfekt eingesetzt ist, perfekt funktioniert und meistens fliegen auch noch die Investitionskosten und die Reibungen, die es dabei gibt, raus. Das heißt, das sind Projektionen von enormen Wachstumsgewinnen und so weiter, die eigentlich wissenschaftlich so nicht haltbar sind, die sowieso Spekulationen und Projektionen sind, aber die total einseitig sind, die einfach nur ein Delta zwischen dem Prozess, wie er jetzt ist und wie er sein könnte, berechnen, ohne die gesamten Reibungen sozusagen in der Implementierung von diesen KI-Systemen zu berücksichtigen. Wenn man in der Forschung aktiv ist, dann hört man das eigentlich ständig, dass die Unternehmen versuchen, diese Entwicklungen aufs Gleis zu bringen und das sozusagen pragmatisch einzuführen und wie schwierig das nach wie vor ist, das zu realisieren. Und letztendlich ist es eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und das fliegt aus dieser ganzen Diskussion raus. Das heißt, es gibt unrealistische Erwartungen daran. Überraschenderweise haben wir genau den Punkt gewonnen in der Debatte. Das heißt, im Bericht wird es jetzt explizit gesagt, dass das eigentlich so nicht wirklich zu beurteilen ist und dass sozusagen überzogene Erwartungen auch nicht gut sind. Aber die politischen Konsequenzen werden nicht gezogen. Was soll das heißen? Wenn ich jetzt der Meinung bin, KI ist das Maß aller Dinge und das wird ein gigantisches Wirtschaftswachstum auslösen, dann ist die Frage, wer die Nase vorne hat im Wettlauf um KI, die alles entscheidende politische Frage. Und die Unterschiede werden eingeebnet. Es geht nicht darum, was für eine KI eingeführt wird und zu welchem Zweck, sondern hauptsächlich so viel wie möglich. Und das ist die zentrale Orientierung von diesem Bericht. Erstens eine große Schizophrenie. Man sagt, man will nicht so sein wie das Silicon Valley, weil die Amerikaner sind ja die Bösen. Aber man will so sein wie das Silicon Valley, weil genau das sozusagen als das erfolgreiche Modell identifiziert hat. Das heißt, mehr Geld für Startups, Wagniskapital ohne Ende. Und das bedeutet letztendlich eine Art und Weise der KI-Entwicklung, die finanzmarktdominiert ist, die letztendlich die Jagd nach dem größten Profit repräsentiert und nicht die Frage, was den größtmöglichen gesellschaftlichen Nutzen bringt. Und das ist, glaube ich, heutzutage absolut veraltet. Was viel wahrscheinlicher Szenario ist, wenn man jetzt einfach den Status quo anschaut, wie er ist, ist ein Kapitalismus mit geringen Wachstumsraten, auch mit KI, in dem die Masse der Gewinne letztendlich an Digitalkonzerne und Unternehmen geht, während die Mehrheit der Bevölkerung sehr wenig davon profitiert. Und das sozusagen als Modell der Entwicklung anzustreben und zu sagen, Wettlauf um des Wettlaufs willen, ist eine Sackgasse. Und vor allen Dingen in ökologischer Hinsicht wird es einen Brandbeschleuniger bedeuten, weil letztendlich das auf eine Materialschlacht rausläuft, so viel KI wie möglich, Technik also digitale Technik, digitale Apparate in jedem gesellschaftlichen Bereich. Das ist das, was wir in der Digitalisierung seit Jahrzehnten jetzt haben, was einfach zu ökologischen Folgeschäden führt, insbesondere auch, weil KI eine extrem energieaufwendige Technologie ist, enorme Rechenleistungen verwendet und so weiter und so fort. Das heißt, man muss sie schlau einsetzen. Das heißt nicht, dass man es nicht einsetzt. Man muss eben, also Tilman Santarius vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung nennt das eine sanfte Digitalisierung. Ich weiß nicht, ob das der beste Begriff ist, aber es ist ein Begriff, der zumindest sagt, man sollte rational und mit einem klaren Verständnis für den gesellschaftlichen Benefit, für den Mehrwert, für das Gemeinwohl einsetzen. Und genau an dem Punkt rennen wir gegen die Wand. Wir machen den Punkt, der wird in Formelkompromissen immer wieder aufgenommen, dass es eine gemeinwohlorientierte KI-Förderung geben sollte. Aber letztendlich wird er abgelehnt. Es ging so weit, ohne Scheiß, dass die CDU den Begriff Gemeinwohl nicht in diesem Bericht haben wollte, sondern irgendwie das paraphrasiert hat mit einem gesellschaftlichen Zielsetzungen orientierte KI oder sowas, um nicht zu sagen gemeinwohlorientiert. So, was soll das heißen? Weichenstellung, zivilisatorische Weichenstellung, weil wir haben eine zivilisatorische Krise mit dem Klimawandel. Heißt, wir bräuchten eigentlich eine ganz andere Form von Technologieförderung. Wir bräuchten massive öffentliche Programme. Wir haben das verglichen mit dem sogenannten Moonshot, dem Mondlandungsprogramm der NASA in den 60er Jahren, die irgendwie 4% des US-Haushalts nur für dieses Projekt, hinter dem militärische Interessen letztendlich standen, eingesetzt hat. 300.000 Leute beschäftigt, indirekt und direkt.
Und das war eigentlich der initiale Schub für die Entwicklung der Computerbranche in den 60er Jahren, was dann dazu geführt hat, nachdem diese Programme auch abgebaut wurden, dass aus der Konkursmasse dieses enormen staatlich geleiteten Entwicklungsprogramm das Silicon Valley überhaupt erst entstehen konnte. Das war ein enormes öffentliches Investitionsprogramm. Und sowas bräuchten wir heute halt nicht für so einen Quatsch wie die Mondlandung, sondern das für eine KI-Entwicklung, eigentlich für sozialökologische Zielsetzungen, in die die KI-Entwicklung eingeordnet wird. Das heißt, jetzt bezogen auf diese Frage Wettlauf um KI global, den es natürlich gibt. Es gibt einen Wettlauf, es gibt einen geostrategischen Wettlauf zwischen USA und China, Asien insbesondere China und Europa. Die Lösung sollte nicht sein, einfach genau dasselbe zu machen und schneller zu sein, sondern die Lösung sollte sein, das ganz anders zu machen und sich zu spezialisieren in Bereichen, die tatsächlich für die gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit essentiell sind. Also insbesondere Umwelttechnologien, andere Anwendungen von KI in die Richtung gehen, eine KI, die datenschutzkonform ist, das haben wir auch schon erwähnt, da gibt es natürlich auch gute Ansätze in Europa, aber das in den Vordergrund zu stellen, sozusagen diese ganze Debatte um den Wettlauf umzudrehen und zu sagen, man kann, wenn einen Wettlauf für gute Zwecke haben, und beim Wettlauf für gute Zwecke ist auch egal, ob man Erster, Zweiter oder Dritter ist, ehrlich gesagt. Ja, hauptsächlich, es geht in die richtige Richtung. Kurz gefasst, was wir jetzt haben, ist sozusagen diese Hoffnung auf schnelles Wachstum, ein neoliberal standortorientiertes Programm, das hauptsächlich auf die Förderung von Startups abzielt als Innovationsmodell. Das ist eine Sackgasse, das bedeutet Brandbeschleunigung der sozial-ökologischen Krise, die wir überwinden müssen. Und um da was dagegen zu setzen, braucht man eine qualitativ andere Politik. Das wurde rausgestrichen, deswegen haben wir diesen Berichtsteil abgelehnt und haben da aber einen Punkt, an dem man diskursiv in der gesellschaftlichen Debatte anknüpfen kann und tatsächlich eine ganz andere Horizonte aufreißen kann, wenn wir es gut machen. Ja, also vielen Dank für den Einblick, das ist ja total spannend. Also ich meine, das könnte ja auch anschließen an diese Green New Deal Debatten, die derzeit auch laufen, ne? Also dass man sich mal vorstellt, was wäre denn wirklich ein gesellschaftlich ambitioniertes Programm, und das ist nicht einfach nur vielleicht Lobby-Pampering mit noch ein paar Forschungszuschüssen sozusagen. Ich melde jetzt schon für die spätere Diskussion an, dass mich total interessieren würde, dass gerade wenn ihr den Fokus auf diesen sozialökologischen Aspekt gelegt habt, warum da die Grünen nicht mitziehen wollten. Also weil ihr hattet ja erwähnt, dass ihr alle außer ihr sozusagen diesen Wirtschaftsteil auch angenommen habt. Und da wäre die Frage, müssten nicht die Grünen ganz ähnliches Bauchkrummeln haben? Ja? Aber jetzt erstmal für die Sicht der Linken nochmal an Jessica. Wir haben uns überlegt, so ein kurzer Kommentar wäre schön zu den Inputs. Du hattest ja vorhin auch diesen Punkt sozialökologisch schon aufgebracht. Was wäre denn aus deiner Sicht zentral, um irgendwie auf einen positiven Pfad für KI zu kommen? Und ja, genau, ja, bitte. Ja. Also die größte Sorge, die einen da so bereiten kann, ist, dass eben viele jetzt meiner Kolleginnen und Kollegen im Bundestag in KI eben vorrangig ein Mittel für Wirtschaftswachstum sehen und sich alle Gedanken sozusagen dann auch darum kreisen. Und für mich ist aber die wesentliche Frage, und ich denke, da haben Florian und ich auch massiv an einem Strang gezogen in dieser Projektgruppe Wirtschaft, wie kann KI helfen, dass wir den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft schaffen? Ne? Also wie können wir die Wirtschaft ressourcenschonend umbauen? Und wie können wir das ohne soziale Verwerfungen hinkriegen? Wie können wir sozial gerechter sein, als wir es heute sind? Also dass die Einkommen und die Vermögen nicht mehr so ungleich verteilt sind wie heute. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Florian hat das gesagt, KI kann ein Brandbeschleuniger werden für soziale und ökologische Probleme, wenn man nicht willens ist, KI zu regulieren. Und nicht willens ist eben die CDU, CSU und die FDP sind nicht bereit, KI zu regulieren. Und das sagen die auch sehr offen. Und man muss aber auch den Fokus darauf legen, dass KI auch zur Lösung von Problemen beitragen kann. Oder könnte. Also zum Beispiel gibt es tolle Ideen von smarten Recyclinganlagen, von Stromverteilungsnetzen, Systeme, die Menschen mit Behinderungen ein autonomeres Leben ermöglichen, eine bessere Arbeitsmarktintegration ermöglichen. Es gibt Systeme, die planen helfen, wie man in der Produktion oder im Bauwesen mit weniger Ressourcen auskommt. Und das sind ganz tolle Sachen.
Und wenn wir die nutzen wollen und wenn wir wollen, dass wir KI genau für diese Zwecke auch einsetzen, dann müssen wir eben auch genau so KI fördern. Also die Mehrheit in der Enquete hat halt gesagt, wir müssen einfach alles fördern, wo KI draufsteht, dass wir eine tolle Start-up-Kultur und so weiter kriegen, dass wir mit einem großen, rasanten Tempo die KI für den Wachstum nutzen können, für Wirtschaftswachstum nutzen können. Und ich finde, das ist keine Politik. Politik bedeutet, wir fördern gezielt KI-Systeme, die wir wollen. Das ist Politik. Und da muss man Unterschiede machen. Und da bin ich auch total bereit, als Politikerin massiv Kohle in die Förderung und Entwicklung von KI zu stecken, wenn wir damit diesem Ziel eines sozial-ökologischen Umbaus näher kommen. Also das muss doch das Ziel sein. Wo wollen wir hin mit unserer Gesellschaft und was kann KI dazu beitragen? KI ist dann nur Mittel zum Zweck. Und wenn es diesen Zwecken dient, dann ist es eine gute KI. Ja, danke für die Ergänzung. Tatsächlich würde ich direkt bei dir bleiben, weil wir ja noch einen etwas kürzeren Einblick, glaube ich, noch in das Thema KI und Arbeitswelt nehmen wollten und wie das in der Enquete verhandelt wurde. Und ja, dafür bist du natürlich ideal hier. Also da, ja, es passt perfekt. Also genau, bleiben wir direkt bei dir. Ja, genau. Also zuerst würde ich gerne damit einsteigen, auch zu erwähnen, dass in der Projektgruppe Arbeit, Florian war da auch dabei, die ganze Atmosphäre eine andere war. Also da hat man auch wirklich den Unterschied wahrgenommen zwischen einer CDU-geführten Projektgruppe Wirtschaft und einer SPD-geführten Gruppe Arbeit. Also das lag sicherlich auch mit an der Person René Röspel, der das alles ein bisschen offener gestaltet hat als Vorsitzender. Also im Gegensatz zu der Projektgruppe Wirtschaft haben wir da deutlich weniger Sondervoten auch eingebracht. Das lag daran, dass eben da auch darauf geachtet wurde, dass Kompromisse gefunden werden und eben wo keine Kompromisse möglich waren, dass dann die unterschiedlichen Meinungen im Projektgruppenbericht trotzdem abgebildet werden. Ne? Dass es da die ein oder andere Kritik dran gab, dass es andere Sichtweisen gab und so weiter. Und da war das einfach um Längen besser als die Projektgruppe Wirtschaft. Ich würde gerne ein paar Worte auch zum Bericht selber sagen, dass man einfach weiß, worüber wurde da genau diskutiert. Also in dem Bericht steht drin, dass KI beiträgt zu einem stetigen Wandel der Arbeitswelt. Und da wird auch beschrieben, wie der Status quo in den Betrieben und Branchen gerade ist. Da ist es auch nicht so besonders spektakulär. Es gibt sehr viele Beispiele, wie KI das Arbeitsleben vereinfachen kann, wie es sicherer und ungefährlicher werden könnte mit KI und wie man ja vor allem routinierte oder auch körperlich schwere Tätigkeiten automatisieren könnte oder ersetzen könnte oder auch in der Pflege Arbeit unterstützen könnte, mit Hebe- und Tragehilfen und so weiter. Und es wird auch ein bisschen darauf eingegangen, dass KI auch negative Seiten haben könnte, dass man dass es zu Stress führen kann durch Arbeitsverdichtung und so. Und dass es auch zu Kontrolle und Überwachung der Beschäftigten kommen kann, die dann auch eine geringere Handlungsautonomie haben, also weniger Entscheidungsfreiheit in ihrem Berufsalltag. Und eine heiße Diskussion dabei war, ob jetzt, wenn Arbeit erleichtert wird und dadurch auch Zeit gespart wird, ob das zu mehr Freiraum in der Arbeit führt für die Beschäftigten oder ob es zu Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau führt. Also es haben ziemlich viele behauptet, dass diese frei entstehende Zeit der Beschäftigten durch KI-Systeme dann mehr Zeit für die Beratung schaffen würde, die Beschäftigten mehr Zeit, weniger Stress in der Arbeit haben. Und also da konnte man schon manchmal hysterisch lachen anfangen, weil man sich so gefragt hat, wovon träumen die denn eigentlich? Also das wäre großartig natürlich, wenn das so wäre. Aber wenn man da nicht auch so konsequent ist und sagt, es gibt eine Handlungsempfehlung, dass die Mitbestimmung gestärkt wird bei Entscheidungen, was die Personalbemessung zum Beispiel angeht in den Betrieben, dann würde ich jetzt mal eher davon ausgehen, dass die Unternehmen einfach Personal kürzen, wenn es da irgendwelche Freiräume gibt und dass die verbleibenden Beschäftigten genauso im Stress sind wie vorher. Ne?
Und von daher war es dann auch ziemlich ärgerlich, dass man sich aber auf ein Recht auf Mitbestimmung bei der Personalbemessung dann, da hat sich wieder keine Mehrheit gefunden, dass man das als Handlungsempfehlung dann auch im Bericht festhält. Und das sind einfach so die Punkte, die einfach ein bisschen zum Heulen sind. Ne? Und für den Arbeitsmarkt insgesamt steht im Bericht, dass es im Moment halt wenig verlässliche Zahlen darüber gibt, zu welchen Arbeitsplatzverlusten es durch KI kommen könnte, dass es aber zu erwarten ist, dass wegfallende Stellen an anderer Stelle wieder ausgeglichen werden. Da setzen auch die meisten auf Wirtschaftswachstum, ne, dass dann eben durch das Wirtschaftswachstum letzten Endes dann auch Arbeitsplätze erhalten werden. Dieses Wirtschaftswachstum haben wir aber auch immer hinterfragt, weil diese Wachstumsversprechungen dann oftmals eben auch auf der Beratungsindustrie beruhen, die Geld damit machen, Unternehmen eben zu beraten, zu KI in ihren Unternehmen und davon natürlich, also von diesem Hype letzten Endes dann auch profitieren. Deswegen sind die sehr zwiespältig zu betrachten. Also im Projektbericht selber wird schon auch darauf hingewiesen, dass man betriebliche Mitbestimmung insgesamt stärken sollte, also dass das auf die KI-Systeme ausgeweitet werden sollte, dass man auch Beschäftigten und Betriebsräten Schulungen geben soll, dass die KI-Systeme besser verstehen können und bewerten können. Ne? Das teile ich auch ausdrücklich, auch dass man mehr Einfluss nehmen kann auf die Weiterbildungen, die dann erforderlich werden. Aber da sind die Empfehlungen oft sehr vage geblieben, weil eben die Arbeitgeberlobby in der Enquete-Kommission auch sehr stark war, also konkret jetzt mal ausgesprochen die Bitkom. Und die hat da auch oft ganze Arbeit geleistet. Das war die Sachverständige der CDU. Und die konnten sich da eben an der Stelle auch durchsetzen. Also es gibt keine Empfehlung in den Handlungsempfehlungen bei der Mitbestimmung zum Beispiel, keine konkreten. Wo man sich dann aber nicht durchsetzen konnte, und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, ist, dass man beim KI-Thema, also durch die neue Technologie, dann auch ein Erfordernis sieht, das Arbeitszeitgesetz anzutasten. Also ganz konkret jetzt den 8-Stunden-Tag abzuschaffen, Ruhezeiten zu verkürzen. Da haben wir auch wie die Löwen gekämpft und da hat sich auch keine Mehrheit dazu gewonnen, gefunden, dass man das tun möchte. Also da, das war dann auch ein Punkt, den wir mal machen konnten. Im Bericht steht auch was zum Beschäftigten-Datenschutz drin, dass der weiterentwickelt werden soll, aber es bleibt eben auch hier nicht sagen, was die konkrete gesetzliche Regelung angeht. Da wird oft auf unverbindliche Empfehlungen gesetzt, auf Selbstregulierungen verwiesen. Und das ist natürlich absolut lächerlich. Also wir wissen aus 1000 Beispielen, Lieferkettengesetz und so weiter, wie wirkungslos freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen sind. Und dass man da nicht den Mut aufbringt, mal hier Ernsthaftes anzugehen, das finde ich sehr schade. Ein bisschen stolz bin ich drauf, dass in dem Bericht steht, dass man beim KI-Einsatz bei der Bewerberauswahl in Unternehmen, also in der Personalverwaltung, keine Daten erheben und verarbeiten soll, die nicht der willentlichen Steuerung der Betroffenen unterliegen. Das ist ein bisschen sperrig. Also ich meine damit Persönlichkeitsdiagnosen aufgrund von der Erfassung von Mimik, Gestik, Emotionen aus dem Gesicht, während dem Sprechen, Stimmlage bewerten und so weiter. Da ist ein bekanntes Beispiel dafür, sind die Persönlichkeitsanalysen von automatisierten Bewerberinterviews von dem deutschen Unternehmen Presire. Da gibt es die Möglichkeit, über dieses System per Telefongespräch Bewerbungen durchzuführen. Also ein KI-System stellt dann dem Bewerber Fragen, die sind dann auch eher privater Natur und nicht unbedingt beruflicher Natur. Also zum Beispiel ist eine Frage, wie sieht ein perfekter Sonntag für Sie aus? Und dann wird die Stimme analysiert und ausgewertet. Und Presire verspricht sehr umstritten auch zu Recht, eine Persönlichkeitsanalyse, ob der Bewerber dann für dieses Unternehmen geeignet ist. Der Algorithmus, den Presire dabei nutzt, der wird nicht offengelegt.
Und es ist völlig unklar, ob dann zum Beispiel Menschen, die einen Akzent haben aufgrund von Migrationshintergrund oder die einen Dialekt haben oder die eine weibliche Stimme haben, dabei schlechter bewertet werden zum Beispiel, ist völlig unklar. Und da fehlt natürlich dann auch Kontrolle und Transparenz. Also selbst wenn man daran glauben würde, dass dieses KI-System geeignete Bewerber aussuchen könnte, was ich überhaupt nicht glaube, selbst dann wäre das aus meiner Sicht unzulässig. Und damit mit dieser Position waren wir auch nicht alleine. Also einige Sachverständige, Juristen, auch Gewerkschafter haben das absolut genauso gesehen. Und es hat uns dann auch die Mehrheit verschafft, dass es im Bericht drin steht, dass es nicht erwünscht ist. Insgesamt wollen wir solche Systeme auch verbieten. Also wir denken jetzt nochmal, erinnern uns nochmal an das Risikoklassenmodell. Das gehört für mich absolut in die Schadensklasse 4, weil es ein hohes Schadenspotenzial hat, ne? Ob Menschen jetzt einen Job bekommen oder ihn nicht bekommen. Es gibt viele Möglichkeiten der falschen Interpretation, weil es wenig Anbieter gibt. Da benutzen viele Unternehmen dann das gleiche Tool. Und es bedeutet, wenn ich dann nach diesem Algorithmus und meinem Telefoninterview, meiner Stimme, dann bei dem einen Unternehmen mich bewerbe und abgelehnt werde über dieses System und das andere Unternehmen, bei dem ich mich bewerbe, wird mich dann aber auch ablehnen, wenn es Presire nutzt. Das bedeutet, dass man da dann wirklich Lebenschancen nicht hat, dass man insgesamt schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat und das finde ich einfach verwerflich. Also da gab es auch einen Fall von einem jungen Mann mit Behinderungen in den USA, der hat sich mehrfach um einen Aushilfsjob im Supermarkt beworben und die haben aber alle die gleiche Bewerbersoftware benutzt und er ist überall aussortiert worden. Und das ist natürlich eine Sache, die so nicht geht. Ein weiteres Beispiel, wo ich gerne machen möchte, ist Zalando. Die benutzen das KI-System Sonar und die Berliner Datenschutzbehörde, die prüft jetzt seit 2 Jahren die Zulässigkeit dieses Systems. Und Sonar ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass KI-Systeme nicht nur technische Systeme sind, sondern soziotechnische Systeme sind, weil Sonar kommt ursprünglich aus der Kundenbewertung. Und Zalando ist dann jetzt auf die Idee gekommen, dieses System auch zur Bewertung seiner Beschäftigten zu nutzen und schafft damit einen ganz krassen Wettbewerb zwischen den Kolleginnen und Kollegen, die sich gegenseitig bewerten müssen. Und die werden dadurch in 3 Gruppen eingeteilt. Es gibt die Top-Performer, das sind dann diejenigen, die Gehaltserhöhungen bekommen. Das sind diejenigen, die einen weiteren Arbeitsvertrag bekommen, die vielleicht auch mal eine Weiterbildung bekommen. Dann gibt es eine mittlere Ebene, ich nenne die jetzt mal so die Gezo-Gruppe, weil mir der Name, wie das benannt wird, gerade nicht mehr einfällt. Bei denen bleibt alles gleich, also die verlieren ihren Job nicht, das läuft dann so weiter. Aber es gibt eben auch die Gruppe der Low-Performer und die werden dann nicht verlängert, die Arbeitsverträge werden nicht verlängert, die verlieren ihren Job. Das Problem daran ist, dass es natürlich da durch dieses System zu einem Konkurrenzdruck zwischen den Kolleginnen und Kollegen kommt, jeder gegen jedem, weil das System nicht zulässt, dass ich alle Kolleginnen und Kollegen gut bewerte. Also es bedeutet, es muss eine Sortierung stattfinden und es missachtet aus meiner Sicht, dass eben das Team die Stärke des Unternehmens ist und da erzwingt man Konkurrenz. Es können nicht alle toll sein, das kann auch dazu führen, dass man dann andere schlecht bewertet, damit man selber besser dasteht. Also ich bezweifle, dass es ein System ist, um jetzt wirklich die Realität bei Zalando darzustellen. Und deshalb finde ich, auf so einen Einsatz von KI muss man verzichten. Für die Kundenbewertung mag es ein gutes System sein, aber bei dem soziotechnischen System ist es ja so, es kommt auch darauf an, wo man es einsetzt, und mit zu welchem Zweck man es einsetzt. Und ich finde, in der Bewertung von Beschäftigten hat es nichts zu suchen. Es gibt aber auch ganz tolle Beispiele und richtig gute Ideen, die weiterentwickelt werden müssen. Also zum Beispiel die Hans-Böckler-Stiftung hat eine Webseite erstellt, auf der Musterbetriebsvereinbarungen zu KI-Systemen und anderen digitalen Systemen eingestellt werden können.
Also das kann dann als Checkliste dienen, als Vorlage zum Weiterentwickeln von anderen Betriebsräten, in deren Unternehmen dann das gleiche KI-System im Betrieb eingeführt wird. Das halte ich für eine richtig gute Sache. Und um die Mitbestimmung beim Einsatz von KI-Systemen insgesamt zu stärken, braucht man natürlich auch Schulungen für die Betriebsräte und das Recht, dass sie auch Sachverstand von außen beauftragen dürfen, die KI-Systeme bewerten, damit Mitbestimmung bei KI überhaupt möglich ist. Dann noch kurz zu den Schwachstellen im Projektgruppenbericht. Also KI wird von Unternehmen vor allem mit dem Interesse eingesetzt, dass man Arbeitsabläufe rationalisiert, mit dem Ziel natürlich Gewinne zu steigern. Und ich finde, das muss auch so benannt werden. Das ist im Bericht nicht so, obwohl es eigentlich logisch ist, ne? Also die teuren KIs, die werden natürlich nicht jetzt dafür eingesetzt, um das Arbeiterparadies zu erschaffen, um die Arbeit weniger langweilig zu machen oder ungefährlicher zu machen, den Arbeitsalltag für die Beschäftigten stressfreier zu gestalten, sondern eben um mehr Geld zu verdienen. Und das birgt auch die Gefahr, dass eben mehr überwacht wird. Wir kennen das von den Beispielen, zum Beispiel also Amazon und die Handscanner ist ein ganz bekanntes Beispiel. Und und wichtig ist vielleicht noch ganz kurz was zur Arbeitslosigkeit zu sagen, dass diese theoretische Ersetzbarkeit von Technologie, also dass Arbeitsplätze abgebaut werden wegen der Technologie, eben nicht gleichbedeutend damit ist, dass Arbeit in den Betrieben tatsächlich ersetzt wird. Das ist vor allem eine betriebswirtschaftliche Frage, ob Technologien eingesetzt werden oder nicht eingesetzt werden. Es ist eine Frage auch der politischen Rahmenbedingungen, die wir schaffen. Und das bedeutet, nicht die Technik entscheidet letzten Endes, wie wir später mal arbeiten oder wie wir leben, sondern das wird im politischen Prozess entschieden und kann gestaltet werden. Ja, danke schön. Also für diese Einblicke, die ja teilweise echt so ein bisschen schon eine dystopische Dimension hatten irgendwie, also was so technisch so getrieben wird. Ja. Bei manchen Sachen kann ich mir auch vorstellen, dass man, du bist ja schon lange am Thema Industrie 4.0 dran, und da war ja das Thema Arbeitsregulation und insbesondere Arbeitszeitregulation auch ja so ein Thema. Vielleicht fühlt man sich da manchmal so ein bisschen wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Ja, gut. Florian, auch dir wollten wir noch mal kurz die Gelegenheit geben, zu kommentieren. Einfach, ich habe dich ja vorgestellt, du befasst dich ja mit Digitalisierung in der Arbeitswelt und mich würde einfach interessieren, was du auch so aus fachlicher, also wissenschaftlicher Perspektive zu den Debatten, zu dem Thema zu sagen hast und wie du das Ganze einschätzt. Man muss vielleicht dazu sagen, die wissenschaftliche Debatte zu den Folgen von KI auf die Arbeitswelt, die beginnt ja erst gerade. Ne? Also es ist gar nicht so leicht zu beantworten, ob der Bericht jetzt diesen Standards irgendwie gerecht wird und so, weil er ist relativ unkonkret, der Bericht, und so unkonkret ist es in der Wissenschaft momentan auch, weil letztendlich man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Deswegen eher aus politischer Sicht, also beziehungsweise andersrum gesagt, ich finde, dass das sozusagen relativ solide ist, was da sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht drin steht. Aus politischer Sicht ist es halt ein großer sozialpartnerschaftlicher Berichtsteil. Im Guten wie im Schlechten. Im Guten heißt, darauf kann man sich einigen. Das ist irgendwie ein bisschen anders wie beim Thema Wirtschaft, wo die Sachen sehr weit auseinander liegen, dass halt jeder... Also alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesagt haben, nee, wir wollen irgendwie KI in der Arbeitswelt, aber wollen sie auch sozialverträglich haben. Und das ist die Stärke in Deutschland, dass wir Sozialpartnerschaft haben und so weiter und so fort. Und da geht die CDU auch mit und da geht die SPD mit und da geht die Linke zum Teil auch mit, wenn es nicht allzu naiv ist. Die CDU versucht, die kritischen Punkte eher zu dethematisieren, aber haut sie nicht völlig raus. Wenn es um die Handlungsempfehlungen geht, dann wird es ein bisschen schwammig, ja, außer bei dem Thema, was wirklich wichtig ist mit den Personalauswahlsystemen, was Jessica erzählt hat, wo sie unterschlagen hat, wie sehr sie sich persönlich reingehängt hat, damit es auch so ist in diesem Bericht. Also es war, glaube ich, echt ein Erfolg. Aber so ist es halt. Und was ist das Problem daran? Dass das alles sehr behäbig wirkt. In dem Sinne, dass es ja eigentlich kein Problem gäbe. Es gibt sozusagen die negativen Ausreißer. Kein Mensch will die direkte Kontrolle bei Amazon im politischen Bereich.
Kein Mensch will irgendwie krasse Exzesse von Beschäftigtenkontrolle. Und dadurch wird irgendwie übersehen, wie viel kritische Tendenzen es auch im Zentrum geben kann, sage ich mal, auch bei den sozialpartnerschaftlich verfassten Betrieben. Zwei Beispiele, das ist jetzt nicht auf betrieblicher Ebene. Das erste, was mich gestört hat, ist der Umgang mit der Frage, macht KI uns alle arbeitslos? Weil da die richtige Position erstmal eingenommen wurde, meines Erachtens, dass jetzt nicht eine flächendeckende Substitution von Arbeit zu erwarten ist durch KI, dass ganz oft KI was damit zu tun hat, dass Prozesse auch komplexer werden, dass menschliche Arbeit gefordert ist und so weiter und so fort, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Beschäftigung nominell gar nicht wirklich sinken wird. Wir haben ja einen Beschäftigungshöchststand derzeit nach drei Jahrzehnten massiver Digitalisierung. Also man kann einfach nicht sagen, die Digitalisierung führt zu Arbeitslosigkeit und KI wird automatisch zu Beschäftigungseinbrüchen führen. Aber was man doch sagen kann, ist, KI wird in einzelnen Bereichen zu Beschäftigungseinbrüchen führen. Immer wieder wird diskutiert die Rolle der SachbearbeiterInnen in Banken und Versicherungen, ne, wo es ein relativ hohes Substitutionsrisiko gibt. Es gibt viele andere Bereiche, wo es so kommen kann. Das heißt, es wird soziale Konflikte um diese Themen geben. Nicht in dem Sinn, dass irgendwie wir plötzlich vor der neuen Massenarbeitslosigkeit stehen, aber dass einzelne Beschäftigungsgruppen durchaus bedroht sein werden. Und im Bericht kommt es halt so rüber, als ob wir sagen, Entwarnung passt schon, alles nicht so schlimm, ne? Und das ist das erste Problem. Das zweite Problem hängt ein bisschen damit zusammen. Das ist zum Beispiel das Thema Arbeitsverdichtung. Das taucht auf, habe ich auch höchstpersönlich reingeschrieben. Aber also da mal wirklich kritisch zu fragen, was bedeutet KI für Arbeitsverdichtung? Ne? Das ist die Tendenz der letzten Jahre, die sich höchstwahrscheinlich fortsetzen wird. Es gibt diese Umfrage im DGB-Index Gute Arbeit, wo die Beschäftigten gefragt werden, Umfrage unter 10.000 Beschäftigten, hat ihre Arbeit mit der Digitalisierung zu- oder abgenommen? Und 53% sagen, sie hat zugenommen und der Job ist stressiger geworden. Das ist die eigentliche Gefahr. Und da ist halt eine riesen Kluft dazwischen, zwischen sozusagen der Lyrik, wo gesagt wird, wir wollen im Verein mit den Beschäftigten, Unternehmen und Beschäftigten gemeinsam KI einzusetzen, wir werden alle davon profitieren, das macht die Arbeit leichter, und der Realität, dass die Arbeitswelt stressiger und verdichteter wird. Und das sind so Punkte, die sind für meinen Geschmack viel zu schwach, weil einfach im Grunde man sich selbst auf die Schulter klopft und sagt, wir in Deutschland sind so super mit unserer Sozialpartnerschaft, da passiert schon nichts. Und das ist meines Erachtens halt recht naiv und da müsste man stärker gegensteuern. Ja, interessant. Also es gibt ja auch bei Marx gibt es diesen Begriff der Poren des Arbeitsalltags, heißt es, glaube ich. Also diese kleinen Lücken, die in der Produktion zum Beispiel entstehen und so. Und dass eben genau die adressiert werden sollen eigentlich, dass sozusagen Leerlaufzeiten reduziert werden sollen, bezahlte Pausenzeiten sozusagen. Ja. Und das kann sich dann durchaus positiv auf die Produktivität, aber negativ auf die Arbeitsbedingungen halt auswirken. Ja, vielen Dank für die Inputs. Jetzt wäre die Idee, wir starten in die allgemeine Diskussion. Ich hatte auch Fragen vorbereitet, die ich euch gerne stellen wollte. Und jetzt ist es so, dass einerseits einfach sehr, sehr viele Fragen reinkamen, was ganz toll ist. Also es können auch gerne weitere beigetragen werden. Und es andererseits auch so ist, die eine wäre zu technologischer Arbeitslosigkeit gewesen. Und den Themenkomplex habt ihr ja beide schon adressiert. Insofern kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen das wegfallen lassen für mich. Ich hatte aber ja schon eine kleine Vorwarnung gemacht, und zwar an Jessica, nämlich die Frage der Grünen und Gemeinwohlorientierung, sozial-ökologische Transformation und so. Bei der SPD kann man sich ja noch vorstellen, die sind in der Regierungskoalition, da kann man dann vielleicht nicht ganz so große Würfe machen irgendwie und will sich nicht so exponieren. Wie haben denn die Grünen auf eure Argumentation reagiert und warum hatten die trotzdem ein gutes Gefühl dabei, den Wirtschaftsteil zum Beispiel anzunehmen? Das frage ich mich auch. Also man kann wohl sagen, dass die Grünen in der Debatte da schon also mit uns da einig waren, dass man da mehr auch zur Ökologie machen müsste und so weiter. Also es war jetzt nicht, dass sie das Thema völlig ausgeblendet haben, aber sie haben das in der Konsequenz bei der Abstimmung wohl nicht für so relevant erachtet wie wir, ne? Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Grünen sich eben natürlich auch auf eine Regierung vorbereiten, auf Mitregieren vorbereiten und dann auch natürlich jetzt schon im parlamentarischen Betrieb auch Signale aussenden, dass sie bereit sind, Kompromisse zu machen, auch mit der CDU,
Kompromisse zu machen, den Schulterschluss zu finden und so weiter. Und dann wurden auch in der Abschlussdebatte des Bundestages, haben die Grünen ja auch nochmal Problemstellungen benannt, aber das wurde dann alles allgemein so ein bisschen so begründet, dass man jetzt diesen gemeinsamen Bericht, an dem man 2,5 Jahre ja auch wirklich hart gearbeitet hat, das ist ja in der Tat so, dass man diesem Bericht dann jetzt auch zustimmt als Enquete-Gruppenbericht, dass der jetzt übergeben wird an den Bundestagspräsidenten und so weiter. Also man hat sich dann in der Begründung eher aus meiner Sicht, so habe ich das empfunden, auf eine Formalie bezogen. Wir haben das Ganze halt wirklich ganz ernsthaft inhaltlich bewertet. Das kann auch nochmal einen Unterschied bei der Abschlussabstimmung gespielt haben, denke ich. Das kann ich, ja, natürlich kann ich nicht in die Grünen reingucken sozusagen. Aber ich glaube, dass das die Hauptpunkte waren, nochmal die Regierungswilligkeit zu zeigen und auch, dass man das inhaltlich nicht so wichtig gesehen hat, als dass man es zeigen wollte. Wir haben 2,5 Jahre gearbeitet und wollen uns dafür jetzt auch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Florian hat sich ja gerade schon gemeldet. Das nutze ich als Anlass für einen kleinen Kommentar. Also ich werde natürlich so ein bisschen Fragen-Ping-Pong spielen, aber falls ihr euch gar nicht als die richtige Person empfindet für die Frage, dann könnt ihr es gerne weitergeben oder auch gerne beide auf Fragen antworten natürlich. Also Florian. Kein Ausdruck dessen, dass ich denke, Jessica wäre nicht die richtige Person für die Frage gewesen. Das teile ich, als was gesagt hat. Ich wollte nur sagen, von der Erfahrung in der PG-Wirtschaft, die Grünen sind halt auf dem Ticket, also zumindest ein Teil der Grünen, der da war, möglichst viele Startups irgendwie mit Venture Capital auszustatten und dann wird es ökologisch in die richtige Richtung gehen, überspitzt gesagt. Also diesen Gegensatz, den wir aufmachen, zwischen der profitorientierten KI-Entwicklung, die hauptsächlich auf Winner-Takes-it-all-Märkte, schnelle Skalierbarkeit und Profit setzt und Umwelt, das sehen die gar nicht so. Und deswegen ist es denen halt auch ganz fern zu sagen, wir brauchen irgendwie riesige Investitionen für eine gemeinwohlorientierte KI und für sozial-ökologische Umorientierung, weil die sind gar nicht auf dem Ticket unterwegs. Das heißt, was die Grünen sagen, ist viel verträglicher mit so einer Mainstream-KI-Innovationslinie. Und insofern ist diese auch im Kern wachstumskritische Position bei denen überhaupt nicht vertreten gewesen. Ist auch interessant, also auch auf die Punkte, also was funktioniert, die sind ja in vielen Punkten schon progressiv aufgetreten. Ne? Die haben halt ihre Steckenpferde, Öffentlichkeit, Beteiligung der Öffentlichkeit, Datenschutz, da sind die straight und gut. Aber was halt jetzt diese Frage, diesen Einflugwinkel betrifft, das war überhaupt kein Thema, genauso wie die Macht der großen Plattformen, bei denen interessanterweise kein Thema war. Und die da auch eher dieses Wir gegen die Amerikaner vertreten haben, als mal allgemein zu thematisieren, dass es hier Wir gegen Großkonzerne und mächtige Unternehmen geht, egal woher sie kommen. Ja, es gab ja mal diesen Kommentar, irgendwie jedes Kapital ist quasi Monopolist in spe. Ja? Also es geht ja nicht darum, dass die das nicht, also vielleicht ist gar nicht das Problem, dass die Leute es nicht grundsätzlich wollten, auch so eine starke Macht, also Marktposition zu haben. Nur vielleicht ist für viele deutsche Firmen da auch so ein bisschen die Marktentwicklung ihnen vorangerannt sozusagen. Ja. Eine Frage an dich, also Florian, und zwar zu der, also aus dem Chat. Unterscheidet sich KI denn grundsätzlich von anderen Formen der Automatisierung? Weil du meintest vorhin zum Beispiel, die Auseinandersetzung mit jetzt zum Beispiel den Arbeitsmarktimpacts von KI sei noch gar nicht so weit gediehen, aber es gibt ja eine sehr lange Debatte über die Arbeitsmarkteffekte von einem möglichen, von Automatisierung halt. Ne? Und also da wäre auch so ein bisschen meine Frage, also würdest du sagen, KI ist eine Automationstechnologie unter vielen anderen und eigentlich verstehst du den Hype gar nicht so richtig oder gibt es da schon was Qualitatives, wo du sagst, wow, KI? Ja. Es gibt schon was Qualitatives. Also es ist anders in dem Sinn, dass das KI ja lernt. Ne? Und das heißt, je mehr Daten du hast über wie Prozesse ablaufen, desto besser kann sie potenziell auch werden und sich anpassen auf veränderte Situationen. Und das ist historisch gesehen das große Problem an Automationsanlagen, dass du, je mehr du aufstellst, desto unflexibler bist du, es dann wieder zu ändern. Ja, das ist das große Dilemma immer gewesen. Da stellst du irgendwie
millionenschwere Investitionen hin und plötzlich ändert sich das Produkt oder irgendwie musst du die Sachen anders machen und dann ist das ganz schwer. Und das ist bei KI nicht so, ist ja auch relativ immateriell, also relativ, weil du musst Sensoren aufbauen und so weiter und so fort in deinem Unternehmen oft, aber letztendlich ist es ja eine Software, die sich anpassen kann. Das ist schon anders. Das ist auch insofern anders, dass es natürlich viel eher kognitive Prozesse betrifft, also Wissensarbeit, geistige Arbeit und nicht so sehr nur mechanische Prozesse. Das bedeutet, es tun sich neue Automationspotenziale auf, gerade im Bereich der Angestelltenarbeit. Also die sind auch nicht ganz neu. Die Rationalisierung der Angestelltenarbeit hat schon eine lange Geschichte und da spielt auch Technik immer wieder eine Rolle. Aber da ist KI natürlich ganz massiv im Kommen durch sowas wie Chatbots oder so, ja, die Beschäftigte ersetzen können, die irgendwie Fragen beantworten oder so. Und wenn man sich mal überlegt, an welchen Feldern der Arbeitswelt irgendwer einem eine Frage beantwortet, sich ausmalt, dass das potenziell auch vielleicht ein Chatbot irgendwann können wird, dann merkt man schon, da ist wahnsinnig, also da ist ein Substitutionspotenzial da. Auf der anderen Seite, was halt nicht so anders ist, ist, dass diese Technik nicht alles kann und fehleranfällig ist. Ja, also das ist ein großes Missverständnis, gerade in Bezug auf das maschinelle Lernen, dass das maschinelle Lernen jetzt, also da hat man die Science-Fiction-Idee von selbstlernenden Systemen im Kopf, dass die halt den Menschen ebenbürtig werden und so. Im Grunde ist das eine ganz bornierte Technologie, die aus Daten der Vergangenheit lernt, wie die Zukunft aussehen soll. Und deswegen auch ganz, also dann doch wieder nicht so gut ist, auf Unvorhersehbares zu reagieren, beziehungsweise Kontextfaktoren einzuberechnen, die außerhalb dieses Spielfelds liegen sozusagen. Also Beispiel Schachcomputer oder diese Go-Computer, die KI, die das gemacht hat, die kann halt wahnsinnig gut Go spielen, aber die kann halt nicht irgendwie einen Müll runtertragen oder irgendwas anderes machen. Die ist wahnsinnig festgelegt auf diese Prozesse, auf die sie trainiert wurde. Und da liegen ganz viele Probleme drin. Und das heißt, wichtig zu verstehen ist, dass dieser aktuelle Pfad der KI beschränkt ist. Und das nach wie vor auf Ebene des Einpassens, der Anpassung, der Gestaltung von KI wahnsinnig viele Aufgaben anstehen, die komplex sind und dass das nicht so ein Selbstläufer ist. Ja. Also so ungefähr würde ich das beschreiben. Das heißt, es ist keine absolute Entproblematisierung. Für mich greift das zu kurz zu sagen, ja, die haben schon in den 70er Jahren gesagt, dass die Massenarbeitslosigkeit durch Roboter kommt. Heute sagen sie es wieder. Wir haben ja gesehen, es ist nicht passiert. Das greift zu kurz. Man muss sich schon anschauen, wie die Technik funktioniert, mit der wir es heute zu tun haben. Aber man darf halt nicht in diese selben technikfixierten Fehler reingehen, die Notwendigkeit der sozialen Anpassung von Technik und der Gestaltung und der menschlichen Intervention in die Technik unterschätzen, während gleichzeitig die Technik überschätzt wird. Also da gibt es genügend Beispiele, was KI alles nicht kann mittlerweile. Ja, danke. Ein Aspekt, den ich letztens interessant fand in so einem kleinen Literatur-Review, das ich gemacht hatte über KI, war dieser Aspekt, was auf Englisch Epistemic Opacity heißt, also epistemische Opakheit, dass man einfach nicht versteht, wie es funktioniert. Also da gab es dann zum Beispiel das Beispiel von einem Paper von Google-Ingenieuren, ja, also Software-Ingenieuren, die versucht haben zu verstehen, wie der Algorithmus, den sie trainiert haben, die Entscheidung trifft, ob es jetzt eine Katze oder ein Hund ist. Ja? Und sie konnten es aber nicht verstehen, weil sie hatten halt das Trainingsdatenset, sie hatten die Regeln, nach denen auf diesem Trainingsdatenset gelernt wurde und so. Aber was die entscheidenden Kriterien waren, konnten sie dann irgendwann nicht mehr nachvollziehen. Und dann haben sie quasi einen weiteren, sehr elaborierten Algorithmus gebaut, um sich dann Zwischenschritte der Bilderkennung geben zu lassen, wo einzelne Partien gehighlightet waren, worauf der Algorithmus reagiert gerade sozusagen, um dann wieder zu verstehen, was die Maschine da treibt, die sie trainiert haben sozusagen. Und also das ist ja vielleicht auch was man bei Regulation zum Beispiel im Hinterkopf behalten könnte, dass man halt leider sehr gut weiß, wie zum Beispiel Sprengstoff funktioniert oder so. Ja, also gibt ja auch zivile Anwendungen. Ne? Aber also man weiß zumindest, wie es funktioniert. Bei KI-Systemen kann es halt passieren, dass man irgendeine Entscheidung bekommt und vielleicht nicht mal die Entwickler verstehen, wie es zu der Entscheidung kam. Ja. Ganz kurz noch einhaken, ja. Weil da kann ich sozusagen im Vorbeigehen noch eine Frage aus dem Chat dabei erledigen, die ich vorhin gesehen habe. Wenn ich jetzt nicht einen Blackout hätte. Moment, wo waren wir? Blackbox-Problematik bei KI.
Genau, also das ist ein Riesenforschungsfeld. Wie kann man KI-Entscheidungen nachvollziehbar machen und also erklärbar, warum die KI dazu kommt? Weil das ist ja beim maschinellen Lernen in der Regel nicht so. Man weiß nicht, wie der Algorithmus sozusagen auf Basis dieser Massendaten Entscheidungen trifft. Das heißt, das ist auch für ganz viele Fragen nicht geeignet, ne, die letztendlich eine Rechenschaftspflicht der Entscheidung erfordern, wenn man jetzt gerade an Gerichtsbarkeit denkt und sowas, an solche Entscheidungen. Die Frage im Chat war, ob jetzt nur der Kontext reguliert werden sollte oder auch die KI selbst. Und das ist ein gutes Beispiel dafür zu sagen, auch die KI selbst. Ne, auch dafür braucht es Standards, vielleicht nicht für alle Anwendungen. Bei manchen ist so ein indifferentes Machine Learning, wo man nicht weiß, warum das System zur Entscheidung kommt, okay. Bei anderen Bereichen eben nicht. Da bräuchte man eher das, was erklärbare KI genannt wird oder Explainable AI, wo man das nachvollziehen kann, oder auch hybride KI, die eben Vorteile vom maschinellen Lernen zusammenbringt mit Expertensystemen, die von Menschen für bestimmte Zwecke programmiert werden, wo sozusagen der Zweck der Entscheidung eher einfließt. Unabhängig davon, welche technische Variante drin steckt, ist die große Frage, wer programmiert das zu welchem Zweck und ist das überhaupt transparent? Es gibt ein doppeltes Transparenzproblem. Man weiß nicht, wie die KI die Entscheidung trifft. Und man weiß nicht, wer die KI eigentlich gebaut hat und was die damit genau vorhatten und welche Einseitigkeiten in dieser Programmierung drin liegen. Und das ist politisch, glaube ich, enorm wichtig auf der konkreten Ebene. Stefan Kühner fragt auch direkt, ob es dazu auch Forschungsprojekte gibt, die bereits laufen. Vielleicht kannst du das, während Jessica antwortet, im Chat beantworten kurz. Jessica, ich hätte zwei Fragen an dich. Die erste ist die erste, die im Chat gestellt wurde, deswegen will ich sie unbedingt bringen. Und zwar, wie es war, mit der AfD zu arbeiten. Also wie haben sich die Abgeordneten und auch die Sachverständigen, mal schauen, Mitglieder verhalten. Und damit du nicht immer nur darüber reden musst, was irgendwelche anderen Fraktionen machen, habe ich mich noch gefragt, beziehungsweise jemand anderes im Chat, das Berichtsende war vor der Corona-Krise, ja oder nein? Also, weil ich weiß nicht, ob die Frage aus dem Chat darauf anspielt, aber ich habe zum Beispiel wahrgenommen, dass jetzt in vielen englischsprachigen Medien stark die Darstellung gab, Corona ist jetzt der große Push Richtung Automatisierung. So, ja. Und jetzt wird die KI so richtig durch die Decke gehen, weil man gesehen hat, wie unzuverlässig und fehleranfällig Menschen, Beschäftigte sind und so. Ja. Genau, deswegen wollte ich einfach fragen, hat die Corona-Pandemie irgendeine Rolle gespielt in diesem ganzen Prozess? Und das andere war eben die Frage mit der AfD. Ja, also zunächst zur AfD. Also die AfD ist in Ausschüssen und in Enquete-Kommissionen, also überall da, wo die Sitzungen nicht öffentlich sind, sehr still. Also um nicht zu sagen, die machen da eigentlich nichts. Ich kann natürlich für die jetzt bei der Enquete-Kommission nur für die Projektgruppen, in denen ich war, sprechen. Wir hatten 6 Projektgruppen. Ich war in der Projektgruppe Wirtschaft und Arbeit. Und kann mich nur an eine Sache erinnern, die die AfD da gesagt hat, nämlich irgendwie müssen wir was bei der Datenschutzgrundverordnung machen, dass das für das Zeitalter der KI passt. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, was die gefordert hätten. Was aber dann aufgefallen ist, ist, dass ganz am Schluss, als wir die Berichte fertig geschrieben haben, wo die Sondervoten eingereicht wurden, dass ein Sachverständiger der AfD dann ein Sondervotum beigesteuert hat, dass sozusagen Menschen mit dunklerer, also mit dunkler Hautfarbe, also keine Europäer, sozusagen auch weniger intelligent sein. Ne? Und das war dann natürlich ein Sondervotum, wo dann auch alle demokratischen Parteien auch darauf reagiert haben, wo man sich dann wo man miteinander dann auch kommuniziert hat, weil da dann sozusagen immer das Schweigen im Walde war und man nicht mitgearbeitet hat, weil man eben keine Bühne hatte, wo man provozieren konnte, in die Öffentlichkeit wirken konnte, aber am Schluss dann nochmal so einen Hammer abzuliefern. Und es spricht eben auch letzten Endes, bestätigt es nur, dass die AfD halt auch, auch da keinen Anstand an den Tag gelegt hat. Zum Berichtsende, also es war so, dass die Enquete-Kommission im Oktober 2020 beendet wurde. Das bedeutet, Corona hatten wir schon.
Also es hat im März angefangen. Mhm. Es gibt da auch im Berichtsteil, der sich dann auch nochmal mit KI und Corona so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Den Link zu dem Bericht können wir auch gerne euch zukommen lassen, wenn ihr in den Bericht reinschauen wollt. Da kann man auch, wir können auch Seitenangaben verschicken, wo wir unsere Sondervoten geschrieben haben und so weiter, dass man sich da vielleicht einfach auch ein bisschen reinlesen will, wen das näher interessiert. Und jetzt hier KI und Digitalisierungsschub während der Pandemie, das ist sicherlich so. Also wir sehen das ja auch bei den Schulen und bei den Universitäten, bei denen auch viele Beschäftigte arbeiten jetzt über Homeoffice. Auch Parteien, auch die Linke. Wir haben nach anfänglichen Schwierigkeiten natürlich auch sehr viele Sitzungen dann auf diese Art umgelagert, also Online-Sitzungen verlagert und so weiter. Das hat einen gewaltigen Digitalisierungsschub gegeben, hat auch viele Hemmungen bei Menschen abgebaut, denke ich, über digitale Medien dann auch miteinander zu kommunizieren. Ob das jetzt gleich zu einem krassen Einsatz von KI führt, das denke ich, das ist eher eine Frage, wie weit ist die Forschung, wie weit ist die Entwicklung und letzten Endes investieren die Unternehmen auch in den Einsatz von KI. Und da glaube ich im Moment eher, dass Unternehmen gerade ihr Geld zusammenhalten und nicht jetzt massive Investitionen in neue Technologien machen. Also wäre jetzt zumindest meine Einschätzung, vielleicht kann Florian da auch noch mal was dazu sagen. Die Entwicklung geht natürlich weiter und die Forschung geht natürlich weiter, aber jetzt krasse Ausgaben in neue Technologien würde ich jetzt erstmal einschätzen, dass das nicht so ist. Möchtest du direkt kommentieren, Florian, noch? Ja, ich kann sagen, also es ist relativ offen. Ne? Also einerseits gibt es das Phänomen, was oft irgendwie so ein bisschen vernachlässigt wird in der Diskussion darüber, ob es jetzt einen Digitalisierungsschub gibt, gibt es das Phänomen, das heißt, nennt sich Wirtschaftskrise. Das bedeutet tatsächlich, wie Jessica gesagt hat, dass viele strategische Projekte gerade unter die Räder kommen. Zum Beispiel Continental hat angekündigt, sich aus dem autonomen Fahren zurückzuziehen, weil sie es nicht gleichzeitig schaffen, die Übergang zum Elektromotor und das autonome Fahren auch noch irgendwie zu bewirtschaften, was ökonomische Motivationen sind. Kann man natürlich auch sagen, das war eine Schwäche, die war vor Corona auch schon da, ist wahrscheinlich auch so. Aber wir hören das auch aus einigen Unternehmen, dass auch strategische Innovationsprojekte unter Druck kommen. Auf der anderen Seite ist es so, dass schon viel passiert. Also es gibt auch den Versuch, eine Flucht nach vorne zu machen und zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, sich neu aufzustellen für das, was nach der Krise kommt. Das ist ja auch nicht ganz blöd gedacht. Und es gibt oft auch in so einer internen Unternehmens, in so einem Machtgefüge die Situation, dass jetzt die Digitalisierungsexperten oder Beauftragten Oberwasser haben. Einfach aufgrund dieser Situation, dass jeder weiß, wir brauchen das und irgendwie Homeoffice und so. Und da hängen aber auch oft ganz viele andere Fragen dran. Das heißt, ich habe auch mit Leuten geredet, die gesagt haben, okay, jetzt ist ein Window of Opportunity sozusagen, ein paar Sachen mal wirklich aufs Gleis zu bringen, die schon längst fällig sind oder noch darüber hinaus zu gehen in Richtung KI. Und 2020 war irgendwie das Jahr, in dem die Cloud geboomt hat, an der die ganzen Kommunikationsformen dranhängen und so Homeoffice dranhängt, aber die auch von ganz grundsätzlicher Bedeutung für unsere Wirtschaftsweise ist, würde ich sagen. Ja. Insofern gibt es schon da einen Schub. Wir haben im Januar ein Forschungsprojekt angefangen, genau zu dem Thema. Also ich hoffe, dass ich da bald auch mehr erzählen kann. Vielleicht können wir eine gemeinsame Follow-up-Veranstaltung noch machen. Was ich auch interessant fand, also es gibt am MIT relativ viele so umtriebige Ökonomen zum Folgen technologischen Wandels. Ich glaube, David Author und Darren Acemoglu und so. Und die haben auch intensiv sich befasst mit dem Begriff Jobless Recovery. Also es gibt einen wirtschaftlichen Einbruch, dann geht die Wirtschaftsleistung wieder hoch, aber die Jobs nehmen nicht im selben Maße wieder hoch. Da wäre natürlich auch die Frage, inwiefern das eine interessante Thematik wäre vom Hintergrund der Corona-Krise.
Ich wollte noch eine etwas abgedrehte Frage einfach so reingeben. Und zwar wurde so ein bisschen gefragt, ob KI perspektivisch, ihr habt es schon, haben wir immer mal wieder so ein bisschen angesprochen, ich hatte auch am Anfang diese Hollywood-Filme, ob KI sowas wie einen Subjektstatus haben sollte oder so. Also ihr habt jetzt nicht darüber nachgedacht, ob man irgendwie regulatorisch sich darauf einstellen müsste, dass KI irgendwie zu Bewusstsein gelangt und wie man das dann irgendwie personenrechtlich handelt oder sowas. Das war jetzt kein Gegenstand der KI-Kommission, nehme ich mal stark an. Oder doch? Nee, war es nicht. Es wurde sehr schnell ausgeklammert. Es wurde gesagt, es geht hier um schwache KI und nicht um starke KI, weil die starke KI ist halt Science Fiction und wir wollen hier sozusagen Handlungsempfehlungen für die nächsten Jahre entwickeln. Das teile ich auch weitgehend, weil ganz einfach aus dem Grund, was ich vorher gesagt habe, was das menschliche maschinelle Lernen alles nicht kann. Also ich finde die ganze Analogie zum Intelligenzbegriff, da fängt es ja sozusagen an, das ist ganz schwierig. Ne? Lernt ein System tatsächlich, versteht ein System tatsächlich und so. Maschinelles Lernen tut es offensichtlich nicht. Also maschinelles Lernen trifft eine Entscheidung und kein Mensch weiß warum und das System weiß es auch nicht. Und ob das eine gute Entscheidung war oder eine schlechte Entscheidung, weiß das System auch nicht, weil es hat nur einen instrumentellen Begriff von Vernunft und keine normativen Grundlagen der Entscheidung und so. Ja? Und da sind wir ganz weit weg davon, dass das einen Subjektstatus kriegt. Und die Debatte, würde ich sagen, lenkt auch ein bisschen davon weg, dieses, werden jetzt wir oder die Technik beherrscht, also wer beherrscht wen? Oder am Arbeitsplatz ist es die Technik, die steuert, oder sind es die Menschen, die steuert? Steht noch der Mensch im Mittelpunkt oder die Technik? Die Frage ist eigentlich falsch gestellt, weil es geht immer um Verhältnis zwischen Menschen. Es sind Menschen, die Technik einsetzen mit bestimmten Zwecken und es bleibt in diesem Sinn ein Instrument. So, und das ist total wichtig. Also diese Mensch-Maschine-Interaktion, es ist eigentlich nie ein Mensch und eine Maschine, die interagiert, sondern an der Technik hängt ein ganzer Rattenschwanz dran von Management, Technik, Entwicklung, Unternehmen, die damit integriert sind. Und diese soziale Dimension muss in den Mittelpunkt. Trotzdem gibt es Ebenen, die interessant sind, oder, also die auch jetzt schon wichtig sind. Da gab es auch in der Enquete einen Vortrag dazu, das ist zum Beispiel das Haftungsrecht. Und das berührt ein bisschen diese Frage, also was mache ich, wenn im Unternehmen, sage ich mal, oder was ich auf der Straße, kann auch sein mit autonomem Fahren, da passiert ein Unfall. Also nehmen wir jetzt mal ein Unternehmen. Und da gibt es jemand, der hat die Software programmiert und da gibt es jemand, der die Software, der die Anlage betreibt, in der die Software eingesetzt wird. Und dann gibt es die Person, die die Maschine führt. Wer ist jetzt schuld? Das ist oft gar nicht mehr zu rekonstruieren, weil es ein Softwarefehler von Anfang an, weil es die Maschine, die irgendwie, weil es der Ingenieur, der die Software falsch eingebaut hat oder weil es der Mensch, der die Maschine bedient. Und deswegen gibt es da Ideen, dass man zu sowas wie eine Art Haftpflichtversicherung eigentlich übergeht. Die sagt, da zahlen alle ein und wenn was schief geht, dann wird das daraus beglichen, weil das nachzuvollziehen in Technik, die sich auch prozesshaft verändert, Stichwort maschinelles Lernen, das ist haarig. Ja. Abgesehen davon trotzdem, ich denke, aus einer kritischen Sicht, die Subjektdebatte, die wird uns schon noch begleiten. Ich meine, die Erfahrung ist, also ob jetzt Technik ein Subjekt werden kann. Ich will das jetzt nicht sozusagen mit einem, in der Enquete-Kommission haben wir es mit einem Handstrich vom Tisch gewischt und uns einfach um die konkreten Fragen gekümmert. Als philosophische Frage finde ich die schon spannend. Man muss halt berücksichtigen, dass die Menschheit jetzt irgendwie 150 Jahre über das Thema diskutiert, aber wahrscheinlich schon länger, ne? Oder also keine Ahnung, ja? Metropolis fällt mir ein, der Film, die ganzen Science-Fiction-Filme, das wird schon ewig verhandelt und die Technik ist enorm weit weg, da irgendwie auch nur nahe dran zu sein, ja. Trotzdem ist es eine spannende Frage, unter welchen Bedingungen Technik auch sowas wie ein Bewusstsein oder Vernunft entwickeln kann. Ja? Nur maschinelles Lernen ist genau das Gegenteil davon. Das ist wirklich bornierte Statistik, wenn man so will, die unglaublich coole Sachen kann mittlerweile, aber die überhaupt nichts mit Intelligenz oder mit Subjekthaftigkeit zu tun hat, aus meiner Sicht. Jessica, möchtest du auch oder fandest du das erschöpfend beantwortet? Also es gibt nichts, was ich jetzt noch, was ich hinzufügen könnte, weil ich das genauso sehe wie Florian. Deswegen würde ich sagen, machen wir weiter mit den Fragen. Ja, perfekt. Ich hätte noch eine Frage. Übrigens, in der Frage kam dieser Aktantenbegriff vor. Da hört man ja so ein bisschen diese aktuelle Netzwerktheorie raus, die
der ist in der Science and Technology Studies so beliebt ist. Ja. Genau, also ja, die wird uns wohl noch begleiten, diese Debatte. Ich hätte eine Frage erstmal an Jessica. Und zwar, ihr hattet vorhin dieses Beispiel von den Robotern fürs Picken bei Amazon. Und dass dann irgendwelche technischen ExpertInnen gesagt hätten, ja, voll prima, dann müssen die Leute nicht mehr so krass malochen. Und das ist ja voll schön. Ja? Und dann da würde ich erstmal so sagen, ja, das klingt ganz schön. Und dann eben habt ihr ganz richtigerweise gesagt, naja, das findet ja nicht im luftleeren Raum statt, ja? Sondern im Zweifel werden halt dann Leute arbeitslos und das ist dann vielleicht für die auch gar nicht so geil, weil Hartz IV nicht so geil ist irgendwie. Ja? Unter anderem. Jetzt meine Frage, ich bin ja auch an der Technischen Universität und mache da teilweise die Erfahrung, dass es ja schon diesen normativen Überschuss, nennen wir es mal, gibt von TechnikentwicklerInnen, die sagen, ich mache das ja nicht aus irgendeinem Grund. Die könnten ja auch gut bezahlt bei Daimler sitzen oft oder so. Ja? Und warum sitzen die da? Und dann geht es schon darum oft, dass die Technikentwicklung betreiben wollen, weil sie wirklich der Meinung sind, das hilft Leuten. So, und ich wollte einfach mal dich fragen, hast du den Eindruck, das ist ein politisierbares Bewusstsein sozusagen? Also, dass man sagt, du willst den Leuten helfen, du willst ihnen harte Lasten abnehmen und so, aber unter den jetzigen Bedingungen, am Ende schadest du ihnen noch sozusagen und das ist ja gar nicht dein Ziel. Also, was denkst du dazu? Also, ich unterstelle keinen Tüftler, Erfinder und Entwickler, auch nicht von KI, dass er Bösartiges im Sinne hat. Natürlich sind da oftmals auch Menschen, die versuchen, was Positives für die Menschen zu entwickeln, die an was glauben, ne? Und das treibt sie auch an, Dinge zu entwickeln. Das will ich nicht in Abrede stellen. Ich finde nur, die dürfen nicht entscheiden, was nachher genutzt werden darf. Also es ist ja auch in der Tat so, also was die Grundlagenforschung angeht, bin ich auch dafür, dass man an Dingen forschen darf, die ich aber in der Praxis verbieten möchte, weil ich das so sehe, dass man sich Wissen erarbeiten muss, auch um dann nachher zu sagen, welche Entwicklungen sind gut und welche sind schlecht. Also da finde ich erstmal Forschung darf alles. Aber die konkrete Anwendung, das ist dann nachher die Frage von politischen Entscheidungen, auch von Abschätzung, wo ich jetzt sozusagen auch nicht dem Einzelnen Forscher oder Tüftler aufbürden würde, dass er diese Entscheidung treffen muss. Ne? Ich halte es natürlich immer für gut, dass auch in der Forschung immer vielleicht auch eine kleine Abteilung gibt, die sich mit den politischen Debatten befassen, die sich mit Ethik befassen, die sich mit Normung befassen und so weiter. Also dass diese Fragen nicht vollständig ausgeblendet werden in der Entwicklung und auch in der Forschung. Oder auch, ja, wenn man nachher diese bestimmten KI-Systeme nutzt, kann ja auch sein, dass beim Nutzen auch was auffällt, ne? Auch gerade wenn eine KI dann neu dazulernt, dass sich da Entwicklungen ergeben. Das erfordert ja auch einen Evaluationsprozess, einen permanenten Evaluationsprozess, gerade bei lernenden Systemen. Deswegen finde ich, dass da schon jeder, der mit KI irgendwo befasst ist, da das nicht schadet und auch sehr wünschenswert wäre, wenn er die KI auch kritisch begleitet. Ne? Aber was wir auch sehen müssen, ist, dass natürlich auch, also das Geld kommt ja auch oftmals woher, womit KI entwickelt wird. Und dann ist natürlich schon die Frage, wenn jetzt Konzerne die großen Geldgeber sind oder auch selber forschen, ne? Die haben ja auch selber Forschungseinrichtungen und so weiter, dass die jetzt einfach im luftleeren Raum forschen und entwickeln, das denke ich jetzt wieder nicht. Die werden bestimmt rumprobieren und sich überlegen, was kann man da alles machen. Da denke ich aber schon, dass da der Auftrag halt klar ist, ne? Was man sich vielleicht wünscht, warum man da so mega viel Geld rein investiert. Das ist anders als in der Grundlagenforschung. Deswegen Forschung ja und die politische Entscheidung, was angewendet werden darf und was nicht angewendet werden darf, beziehungsweise welche Entwicklungen auch dann abgestellt werden müssen, dass man dann, also ein KI-System, das diskriminiert und was dann auch auffällt beim Einsatz, war ja zum Beispiel bei Microsoft, bei Amazon so, dass die eine Software gebaut hatten zur Auswahl von Führungskräften und da wurde dann beim Nutzen klar, hey,
warum haben wir eigentlich keine Frauen, ne? Sondern warum spuckt die KI nur Männer als geeignete Führungskräfte raus? Ja klar, weil die eben mit alten Entscheidungen, mit alten Daten gefüttert wurde und da eben entschieden wurde, auch schon da sozusagen entschieden wurde, dass Männer die besseren Führungskräfte sind, weil man da eben auch ja, die Vorurteile sozusagen der alten Entscheidungen in den Daten hat. Und das ist dann ziemlich schnell aufgefallen, die KI wurde abgestellt. Und dann muss man halt erstmal schauen, wie merzt man diese Diskriminierung aus dem System aus. Da muss man eben weiter forschen und so weiter. Also das ist auch sozusagen im Prozess eine Geschichte, die man begleiten muss. Vielleicht zwei Mini-Ergänzungen, wenn ich darf. Ich glaube schon, dass das politisierbar ist, dass viele TechnikentwicklerInnen sehr, also Ideale oder sich was versprechen davon, also auch was KI kann, und das ist ja auch was Gutes. Ja? Also die Linke sollte sich nicht hinstellen und nur sagen, ja, ist ja alles nur Hype, ist ja alles irgendwie, da ist ja nichts dahinter und so. Ich meine, das muss man auch sagen, weil der Hype so krass ist manchmal, dass man manche Mythen zerschießen muss. Aber andererseits ist es ja Wahnsinn, wie viele 1000 Leute in Europa gerade dabei sind, sich irgendwelche verrückten Sachen auszudenken, mit denen man, was weiß ich, was besser machen kann mit Hilfe von KI. Das ist ja erstmal nicht schlecht. Das Problem, das wir haben, ist, dass es eingehegt von Unternehmen. Also konkret so Unternehmen wie Facebook oder Amazon saugen Leute ab in ihre KI-Entwicklung. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen von einem anderen Unternehmen, auch E-Commerce-Branche, und habe den mal gefragt, wie es denn ist, so mit Talent heißt das ja immer, ja. Also kriegt man die geeigneten Leute in Deutschland? Die gehen ja alle in die USA. Das erzählt man sich ja immer so. Und das stimmt ja auch im Großen und Ganzen. Dann frage ich ihn, ja, wie ist denn bei euch? Habt ihr auch Probleme, Leute zu finden? Der sagt, nö, wir haben exzellente Bedingungen. Bei uns spielt die Musik und bei uns rennen uns halt die Leute die Türen ein, ja. Und das ist halt die Tragik. Und deswegen ist diese Forderung nach einer gemeinwohlorientierten KI-Entwicklung und öffentlichen Investitionen so wichtig, weil das dazu führen könnte, dass halt die Leute, die, sage ich mal, aus Idealen auch KI-Entwicklung machen, gerade in Europa sich in solche Projekte reinschmeißen, die halt primär öffentlich finanziert sind und nicht von irgendwelchen Großkonzernen oder irgendwelchen Plattformen. Ja. Das ist genau das Ding. Und also ich glaube da schon, dass da Reibungen gibt, dass das auch TechnikentwicklerInnen wissen. Ich meine, jeder, der im wissenschaftlichen Bereich in KI unterwegs ist, hat Kolleginnen in USA und China und fragt sich ein bisschen, was diese ganze Gegeneinander sich in Frontbildung soll, weil das eine globale Community ist, die mit Open Source auch Sachen austauscht und so weiter und so fort. Ja. Und insofern, genau, kann man da schon versuchen anzusetzen. Das ist halt ein Terrain, wo wir, glaube ich, alle nicht ganz zu Hause sind. Ach, und eins ist noch wichtig. Technikentwicklung muss die sozialen Fragen auf den Schirm kriegen. Deswegen Katharina Zweig, die mit uns in der Enquete-Kommission ist, die hat den ersten Studiengang Sozioinformatik gegründet. Das ist eine Verknüpfung von Informatikausbildung und Sozialwissenschaften. Und ich mache in der Sozialwissenschaft auch was Ähnliches in Göttingen, weil diese Professur, die ich jetzt vorübergehend zumindest habe, die ist an der Schnittstelle der Informatik angesiedelt. Und das ist schon spannend. Also genau diese Verbindungen halt zu schaffen, dass wir eben mal eine Technikentwicklung haben mit einem sozialen Verständnis und gleichzeitig aber auch Sozialwissenschaftler mit einem technischen Verständnis, weil das sozusagen wirklich wichtige Fragen sind für die Zukunft, wo gerade diese Themen hingehen. Ja, spannend. Also das ist jetzt ein bisschen schamlos, aber tatsächlich, also das Institut, an dem ich arbeite, das ITAS, da wird ja diese Interdisziplinarität auch schon lange gelebt. Und ich glaube, das erlebe ich auch persönlich als extrem bereichernd. Ja. Also, warum ist das schamlos? Ich finde das sehr. Ja. Ja. Genau. Ja, ich wollte an Jessica noch die Frage geben. Du hattest nämlich vorhin Ethik erwähnt als Stichwort mehrfach. Also das war in dem Kontext auch EntwicklerInnen selbst, sollten die auch im Blick behalten und so. Aber es gab auch mehrere Male Wortmeldungen, die mit einem Ethikrat zu tun hatten. Also zum Beispiel war die Frage, braucht es sowas wie ein Ethikrat für KI? Eine andere Frage von mir wäre, war denn unter den sachverständigen Mitgliedern der Enquete-Kommission, waren da auch Ethiker dabei oder ist das jetzt eine Disziplin, die nicht vertreten war? Und was ist zum Beispiel mit den Kirchen? Also 7 Unternehmen, 1 Gewerkschafter, das ist eine Unwucht. Gab es irgendjemanden, einen kirchlichen Vertreter oder hat die Christliche Demokratische Union das nicht für notwendig befunden? Also, ja.
Also es gab einen Ethiker in der Enquete-Kommission und das heißt, die Disziplin war nicht völlig ausgeblendet. Von der Kirche gab es keine Vertreter, also zumindest nicht offiziell. Wir haben natürlich mit der Union trotzdem vielleicht viele, die sich als religiös verstehen, aber ich glaube, das spielt nicht so eine besonders große Rolle. Wir hatten aber auf jeden Fall eine Ethikkommission, die Enquete begleitet hat, die auch sehr viele Äußerungen gemacht hat. Es gab auch Mitglieder der Enquete-Kommission, also auch ich, haben Gespräche geführt mit Vertretern von Organisationen, die Normendurchsetzung machen. Das ist auch so ein bisschen angehaucht. Wie kann man denn Normen finden für bestimmte Fragen? Also die klassische Frage ist, überfährt der freifahrende Bus die Schülergruppe oder die alte Oma? Ne? Wie kann man sich da gesellschaftlich auch einigen? Und also die Disziplin war auf jeden Fall da. Die Ethikkommission hat auf jeden Fall gute Beiträge auch gebracht. Also sie hat zum Beispiel gesagt, dass das Vertrauen, weil es eine große Debatte auch um Vertrauen gab, ne, das ist ja auch ein ethisches Thema, dass eben auch das Vertrauen der Gesellschaft in KI die Vertrauenswürdigkeit voraussetzt. Ne? Also dass man dann letzten Endes dann auch eine Debatte führen muss, die Probleme ehrlich auch benennt, die Sorgen der Bevölkerung auch aufgreift und thematisieren muss. Also da gab es von der ethischen Seite schon einiges an Kommentaren. Ja. Also das finde ich auch völlig in Ordnung, dass das so begleitet wird, weil natürlich da viele Fragen aufgeworfen werden rund um die Debatte um die künstliche Intelligenz. Prima, danke. Bevor wir in eine Abschlussrunde einsteigen, würde ich noch eine Frage einbringen, und zwar an euch beide, vielleicht mit Florian anfangen, die eigentlich zwei Fragen sind. Also ich fasse mal ein paar zusammen. Und zwar wurde aus dem Chat bemerkt, dass ja die Widersprüche ganz gut dargestellt wurden. Also was sind so Probleme, die sich ergeben könnten und so. Aber die Frage, die sich daran anschloss, war, haltet ihr es wirklich für realistisch unter Bedingungen, also unter den gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen, sowas wie eine gemeinwohlorientierte KI durchzusetzen? Also reicht da ein KI-TÜV? Ist sowas überhaupt möglich? Und ich würde noch eine Anschlussfrage stellen. Was müsste denn gemacht werden, damit vielleicht auch zum Beispiel, also öffentliche Strukturen durchsetzungsfähiger werden? Also zum Beispiel eine der Sachen, die standardmäßig, kenne ich, aus Regulationsdebatten gesagt wird, ist, ja, klingt ja gut, dass die öffentliche Hand oder so sich darum kümmert oder irgendeine unabhängige Institution wie der TÜV, aber man findet ja keine Leute mit der Qualifikation dafür. Die hocken ja alle bei den Konzernen und deswegen können die Konzerne sich nur selbst überwachen. So, also so diese zweierlei Frage. Also geht das überhaupt unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen, sowas durchzusetzen? Und wenn ja, was müsste man dafür machen aus eurer Sicht? Das ist keine einfache Frage. Weil die Frage, also sehen wir erstmal, was sind die gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen? Also jetzt sozusagen politisch gesehen in Europa ist das schwierig. Es gibt Debatten in diese Richtung auf EU-Level mit den missionsorientierten Innovationsprogrammen und so weiter, wo eigentlich sehr vernünftige Sachen geredet werden. Aber es ist ein bisschen wie eine Enquete-Kommission. Man redet sozusagen an den Sachen, wo es nicht so wichtig ist. Da gibt es die progressiven Debatten und dann, wenn es um die Entscheidungen geht, dann wird das alles rausgekegelt und ist ungefähr unsere Handlungsempfehlungsstory, die wir vorhin erzählt haben. Genau, also theoretisch wäre es möglich, solche Investitionsprogramme aufzusetzen. Da glaube ich daran, da stecken Machtfragen darin. Das ist die Frage letztendlich, wo kommt das Geld dafür her? Das ist die Frage, wie ist es mit der Schuldenfinanzierung? Das ist die Frage, gibt es eine Umverteilung, die sowas gegenfinanzieren kann, solche Investitionsprogramme? Wenn das gegeben ist, also wenn man dafür politische Mehrheiten hat und so, sehe ich keinen Grund, warum KI-Entwicklung nicht in progressive Zielsetzungen für progressive Zielsetzungen eingesetzt werden könnte.
sich dafür auch Leute finden, ja, die möglicherweise nicht das Top-Gehalt im Silicon Valley verdienen, aber trotzdem noch ein anständiges Verhältnis und dafür aber noch in den Spiegel gucken können, sage ich mal. Ja. Was jetzt ein bisschen polemisch ist, weil im Silicon Valley sitzen auch nicht nur Leute, die sie nicht in den Spiegel gucken können, aber die halt nicht nur auf Geld aus sind und sagen, okay, da habe ich den Raum, da habe ich Ressourcen, da habe ich Anknüpfungspunkte, da habe ich Unterstützung, um eben meinetwegen solche Technologien, wie die Jessica von erzählt hat, also bessere Energieversorgungssysteme oder einfach tatsächlich beschäftigtenfreundliche Automatisierungsmaßnahmen und sowas umsetzen zu können, dann gibt es natürlich immer noch Fallstricke trotzdem. Und das ist die Frage, politisch gesehen, wie beurteilt man, was ein gutes KI-Projekt ist und was nicht? Weil das sagen ja alle wir sind die Guten. Ne? Also das war ja die Sache mit dem Pick-Roboter. Also wenn man sagt, gemeinwohlorientierte Zielsetzung, und dann die Frage hat, okay, es ist doch gemeinwohlorientiert, dass die Picker beim Picken unterstützt werden vom Roboter, der ihnen beim Heben hilft oder sowas. Ja? Damit wird man natürlich zu tun haben, dass jeder versucht, das ist ja sowieso die Entwicklung in der gesamten, wenn man so will, kapitalistischen Ideologie, dass ständig alles nur gut ist und alles nur für die Zukunft und fürs bessere Zusammenleben der Menschen ist. Und da zu unterscheiden zwischen Spreu und Weizen, das ist eine Aufgabe, die nicht so leicht ist. Aber ich bin ja nicht so pessimistisch dafür, dass man die Leute finden würde, wenn da wirklich Wumms dahinter wäre und das sozusagen eine richtige Sogkraft entwickelt, dass da große Projekte, die was mit zentralen Fragen wie Klimawandel aufhalten oder sonst irgendwas zu tun haben, wenn das aufgesetzt wird. Da bin ich eher optimistisch. Es wird natürlich soziale Auseinandersetzungen um die Fragen geben, wer zahlt dafür und welchen Stellenwert hat das und so. Jessica? Ich würde gerne, wenn ich darf, noch auf eine andere Frage von vorhin eingehen. Darf ich das? Und zwar haben wir jetzt ja schon mehrfach vielleicht auch schon zu erschöpfend über KI und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gesprochen. Mir ist einfach noch wichtig zu erwähnen, dass wir, also auch wenn jetzt die Studien zur Digitalisierung und wir betrachten ja KI auch als eine Stufe der Digitalisierung, dahingehend, dass man im Saldo nicht zu massiven Arbeitsplatzverlusten kommt, dass sich da etwa die Waage hält von den Arbeitsplätzen, die man verliert und denen, die man gewinnt, dass das Arbeitsvolumen in etwa gleich bleibt. Das ist ja auch schon seit einigen Jahrzehnten so, auch mit Digitalisierung und Automatisierung, dass wir aber trotzdem nicht uns da entspannt zurücklehnen können, weil es massive Verschiebungen natürlich am Arbeitsmarkt durch neue Technologien geben wird, weil andere Kompetenzen gebraucht werden. Also die Frage ist dann halt auch, wie Menschen in den wegfallenden Berufen in die Berufe kommen, die neu entstehen. Ne? Das ist eine Frage insbesondere der Weiterbildung, der passenden Weiterbildung, der qualitativ hochwertigen Weiterbildung. Und da steckt aus meiner Sicht einfach nochmal eine massive soziale Frage drin. Deswegen ist mir auch so wichtig, nochmal kurz darauf einzugehen, weil wir wissen, dass im Moment diejenigen, die gut bezahlt sind, die eine gute Qualifikation haben, dass genau auch diejenigen sind, die den Löwenanteil an Weiterbildungen machen, die dann während der Arbeitszeit gemacht werden kann, die vom Arbeitgeber finanziert wird und so weiter, während diejenigen, die geringere Qualifikationen haben oder auch die Menschen in den prekären Beschäftigungsverhältnissen, also gerade in den Befristungen, die bekommen kaum Weiterbildungen. Und auch Arbeitslose, am wenigsten Weiterbildung machen Menschen, die im Hartz-IV-Bezug sind. Und das ist in der Tat ein Thema, weil die auch von der Politik vergessen werden. Also auch jetzt bei der Neuauflage Qualifizierungschancengesetz und so weiter werden diese Menschen eben nicht direkt adressiert. Sie profitieren nicht davon. Und da müssen wir in der Politik einfach auch noch viel genauer drauf schauen, wie vermeiden wir soziale Verwerfungen und wie können wir Weiterbildungen schaffen, die auch Menschen, die im Moment in befristeten Arbeitsverhältnissen sind, in prekären Arbeitsverhältnissen sind, arbeitslos sind oder eben geringere Qualifikation haben, da besser auf die Arbeitswelt der Zukunft vorzubereiten. Danke.
Möchtest du noch kurz was dazu sagen? KI im Kapitalismus, kann es gut gehen und wie könnte man den Staat besser aufstellen oder die öffentliche Verwaltung? Du brauchst aber auch. Nee, ist in Ordnung. Also KI im Kapitalismus. Naja, also wir haben natürlich die Situation, dass wir auch jetzt mal völlig unabhängig von KI im Kapitalismus einfach die Situation haben, dass es um die Verwertungslogik geht, dass man Profite machen will, dass man wachsen muss. Und dann ist natürlich die Frage, wozu werden neue Technologien verwendet? Nämlich genau, um diese Machtstrukturen zu erhalten, die Profite zu erhalten, weiter zu wachsen und so weiter, besser zu sein, schneller zu sein in den Entwicklungen als andere. Das bedeutet für mich, also der Kapitalismus verändert sich nicht durch die KI oder durch die Digitalisierung, er bleibt gleich, aber er bekommt neue Instrumente, seine Macht zu erhalten oder auszudehnen. So würde ich das sagen, so würde ich das vielleicht formulieren. Und das ist ja genau die Frage, werden die Machtverhältnisse, wie wir sie heute haben, durch KI manifestiert, stabilisiert, sogar ausgeweitet? Oder können wir KI einen Nutzen zuführen, der eben zu mehr Gerechtigkeit führt und zu einer geringeren Spaltung der Einkommen und Vermögen und zu weniger Umweltzerstörung? Ne? Das ist, glaube ich, auch der ganze Hintergrund der Debatte insgesamt. Mhm. Ne? So. Auch die Streitpunkte, wie wir sie in der Enquete gehabt haben. Mhm. Ja. Also absolut wichtiges Thema. Eine Ergänzung, was vielleicht auch gerade für uns Linke. Eine Ergänzung, was vielleicht ein bisschen mein Resümee ist, auch wie wir dieser Technologie gegenübertreten sollten, ob wir jetzt da Angst haben sollten, ob wir skeptisch sein sollten, ob wir uns freuen sollten und so. Das Problem ist, wir haben es nicht nur mit der Technologie zu tun, sondern wir haben es mit einer Technologie zu tun, die potenziell großen Nutzen bringt, die aber eben unter kapitalistischen Vorzeichen eingesetzt wird. Das knüpft daran an, was Jessica gesagt wird. Das ist ja schon, also KI und Kapitalismus, kann das gut zusammengehen? Nein, es geht nicht gut zusammen, weil gerade deswegen haben wir einen KI-Einsatz, der sich maßgeblich bemisst an der Frage, wie viel Geld bringt es? Wer hat die Nase vorne? Wer ist schneller? Wer kann höher? Wer kann weiter? Die großen Plattformen sind mittendrin als Riesenplayer. Die ganze Machine Learning-Geschichte hängt ja auch ganz viel damit zusammen, dass Daten so wichtig geworden sind. Deswegen ist Machine Learning der dominante Pfad der KI-Entwicklung und nicht vielleicht andere Pfade oder Kombinationen, die noch spannender sein könnten und so. Also wir haben eine kapitalistisch verzerrte Technikentwicklung, die bedeutet, dass KI richtig problematisch eingesetzt werden kann oder zumindest im Sinne des gesellschaftlichen Fortschrittes im Moment die Potenziale überhaupt nicht ausgespielt werden können, sondern eher die zerstörerischen Potenziale in Erscheinung treten, vor allen Dingen in ökologischer Hinsicht, würde ich sagen. Ja, und das ist das Dilemma, vor dem wir stehen. Und das in diese Diskussion reinzubringen, gesellschaftlich gesehen, ja, wo einem ständig erzählt wird, wie toll KI ist und wie gut die Zukunft wird und wie super das ist halt wichtig. Und da eben nicht immer nur auf die Technik zu gucken und dieses kann Chancen, kann Probleme, die Technik kann gut, kann schlecht sein und so zu diskutieren, sondern zu sagen, es ist verdammt nochmal die Wirtschaftsweise, die präfiguriert, wie KI eingesetzt wird und die eben diese Verzerrung mit sich führt, bedeutet, dass die Potenziale halt irgendwie schon da sind, aber so richtig nicht allen zugutekommen und im Gegenzug dazu auch ganz problematische Entwicklungen stattfinden. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das scheint mir eigentlich ein fast ideales Resümee, wenn ich ehrlich bin. Jessica, wie geht's dir? Finde ich auch. Ja, dann finde ich, können wir darauf fast schließen. Ja. Herzlichen Dank für das große Interesse an dem Thema. Auch für die vielen Fragen, worin sich das niedergeschlagen hat. Die Veranstaltung war mit beiden Plattformen mit über 80 Leuten wirklich sehr gut besucht. Das ist erfreulich. Und also vielen ganz besonderen Dank. Wir können euch jetzt leider keinen Wein oder Buch oder sowas in die Hand drücken, aber ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, genau. Ihr kriegt einen Steam-Gutschein oder sowas. Genau. Also ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Okay, danke für die hervorragende Moderation an dieser Stelle auch. Ganz genau.